Ed, was willst du? Morty, mein Sohn. Heute möchte ich mit dir über etwas sehr Wichtiges sprechen. Was? Schon mein Vater sagte, wer A sagt, muss auch Aufklärung sagen. Dad, das ist total peinlich. Ich glaub's nicht. Kommst du wirklich jetzt damit um die Ecke? Ich muss unbedingt zu Grandpa Rick. Der lässt mich wenigstens mit so einem Zeug in Ruhe. Morty, nein, halt. Warte doch. So war das nicht gemeint. Aber wenn uns diese Jessica häufiger besuchen kommt, passt du auf, ja? Jessica wird bestimmt nie wiederkommen, wenn sie erfährt, wie du drauf bist. Oh. Ich begrüße alle Hörer zum Rick and Morty Podcast. Ich bespreche heute Episode 3 der dritten Staffel zusammen mit dem Jens. Hallo, seid ihr unsichtbar und furzt mich gleich an? Und dem Paco. Solenia. Solenia. Ja, sehr schöne Einstimmung auf die heutige Folge. Es geht um Folge 3 der dritten Staffel. Heute wird's würzig, würde ich mal behaupten, denn wir haben eine sehr schöne Folge vor uns. Ja, also ich habe mich sehr auf die Folge gefreut, muss ich sagen. Ja. Ich hatte sie als sehr gut in Erinnerung und damit hatte ich auch recht. Zumindest für meine Ansicht. Ja, es geht um Pickle Rick. Genau, es geht um die Gurken Rick-Folge. Ich will meine Vorfreude auf heute vielleicht noch nicht vorwegnehmen, das mache ich vielleicht am Schluss. Aber ich glaube, das wird heute vielleicht eine etwas besondere Aufnahme, weil es schon eine etwas besondere Folge ist. Habt ihr noch was Allgemeines vorab? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Es gibt immer noch nichts Neues bezüglich Staffel 4. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass wir irgendwie was zu Weihnachten vielleicht erfahren. Vielleicht macht man uns ja ein gewisses Geschenk. Wenn die Hörer das hören hier, die Folge, dann ist Weihnachten schon vorbei. Dann wissen sie mehr, aber wir wissen jetzt aktuell noch nichts. Was gibt's denn da für Gerüchte? Gerüchte gibt es keine. Ich habe nur Hoffnung, dass es zu Weihnachten was geben wird. Ah, okay. Also es gab mal das Gerücht, dass die finale Vertonung derzeit dran ist. Aber ob das jetzt bedeutet, dass die vierte Staffel schon demnächst anfängt, weiß ich nicht. Also die finale englische Vertonung. Ja, ja. Okay, ich wollte gerade sagen, genau. Weil von der finalen deutschen Vertonung, da sind wir ja ganz gut verdrahtet. Ich glaube, das würden wir tatsächlich mitbekommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob die da was sagen dürften, aber ich bin mir sicher, dass wenn die deutsche Vertonung dran wäre, dass sie relativ zügig fertiggestellt sein würde. So war es zumindest zur Staffel 3. Also die Staffel 3 lief im Deutschen schon, da war die Vertonung noch gerade dran. Also die waren gut zu tun. Ja, okay. Damals. Glaubt ihr, wenn amerikanischer Synchronsprecher für irgendwas gebucht wird und, sag ich mal, morgens zu seinem Job geht, darf der dann abends tweeten so, ey, ich habe heute Rick and Morty aufgenommen oder müssen die das für sich behalten? Ja, da gibt es wahrscheinlich diverse Embargen oder wie das heißt, dass sie da überhaupt nicht drüber reden dürfen. Also das wird wahrscheinlich jede Serie betreffen. Ich hatte ja das Interview mit dem Klaus-Peter Damitz und da hatte ich jetzt, also ich glaube, das war nicht Bestandteil des Interviews, sondern das haben wir so locker vorher oder nachher bequatscht. Und da habe ich auch so gefragt, gibt es denn da irgendwie was, was du unterschreiben musst oder so, das geheimhaltungsmäßig? Und er hatte jetzt gesagt, zumindest für ihn ist das so noch nicht vorgekommen, weil er hat ja auch erzählt, dass er da zum Einsprechen von einem neuen DSA-Hörbuch eingeladen war und deswegen auch im Ruhrgebiet war. Und da hat er ja dann sogar noch Werbung für gemacht, im Prinzip, ne? Ja, ich glaube, das ist aber auch ein Produkt, was vielleicht ein bisschen mehr Werbung bedarf. Das war außerdem, hast du schön gesagt. Das gibt es schon eine Zeit lang und dieses Hörbuch. Und als du mit ihm das Interview gemacht hast, ging es quasi darum, weitere Folgen aufzunehmen. Also die Geschichte war ja eh noch nicht abgeschlossen. Und es war eigentlich sowieso klar, dass da irgendwann was kommt. Und da kann ich mir vorstellen, so den Leuten zu sagen, so ja, schön dranbleiben, es geht bald weiter. Anstatt dann zu sagen, so nee, ich darf darüber nicht reden. Aber meint ihr denn, Rick and Morty würde so eine krasse Geheimhaltung kriegen, dass sie da nichts weiter sagen dürften?
Ich weiß es nicht, weil es geht darum, im Originalen gibt es heute bei der heutigen Folge zwei, ich nenne es jetzt mal, Berühmtheiten. Ein A-Promi und ein B-Promi, würde ich jetzt mal sagen. Oder vielleicht beides A-Promis, die da gesprochen haben. Und ob für die das dann auch gilt, so, ne? Ob die dann nicht vielleicht auch sagen dürfen, so, ey, ich habe hier eine Rolle bei Rick and Morty gesprochen heute oder, keine Ahnung, nächste Woche oder wann. Von daher, aber ich denke auch, dass sie nichts sagen dürfen, weil sonst wüssten wir eventuell schon sehr früh, wann neue Folgen kommen. Und gerade im Falle der dritten Staffel hatten sie ja eine Überraschung draus gemacht mit der ersten Folge. Ja, eben. Deswegen habe ich ja auch Hoffnung, was die vierte Staffel betrifft. Vielleicht noch so ein geheimer Weihnachtswunsch. Mal sehen, ob er uns erfüllt wird. Ja, hoffen wir mal, ne? Ja, wir hoffen's. Also im Moment, also ich sag mal auch die Informationen, die bisher vorlagen, gingen ja so darauf Ende diesen Jahres, also Ende 2019 und die deutsche Synchronfassung 3 Monate später. Ja, so, gut. Das sind ja so die Gerüchteküche, die schon... Lange Monate. Ja. Ja, es wird uns schon mal helfen, wenn wir auf jeden Fall mal ein Signal der englischen Fassung kriegen würden. Dann wäre ja Licht am Ende des Tunnels. Ja, es kommt ja auf jeden Fall irgendwas. Nur wann ist das? Ja, das denke ich auch. Es ist nur eine Frage der Zeit. So ist das. Es ist halt nur, ne, die Sehnsucht, die treibt einen da voran. Ja, ja, das schon. Ich bin mal gespannt, wie es wird, wenn... wenn wir dann irgendwann mit den Episoden durch sind. Ich glaube, dann wird es viel quälender. Jetzt haben wir ja zumindest noch ein bisschen was vor der Brust, ne? Aber irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo wir dann nichts mehr haben. Und dann warten wir ja wahrscheinlich, dann brennt es uns so richtig unter den Nägeln, weißt du? Einfach nur weitermachen. Ja, ich hoffe, dass sie bis dahin was gezaubert haben. Ja. Aber egal, das ist noch Zukunftsmusik. Okay, wollen wir mit der Episode starten? Meinetwegen können wir das machen, ja. Ja, okay. Auf jeden Fall. Dann sprechen wir erstmal über die Drehbuchautorin, das ist nämlich Jessica Gao. Die hat die heutige Episode geschrieben. Ziemlich rassistischer Name. Gao, findest du? Entschuldigung. So rassistisch wie Wong? Ja, vielleicht ein bisschen, ja, so auf dem Niveau würde ich doch schon sagen. Oder wie Paco? Was soll das denn heißen? Auch ein ziemlich rassistischer Name. Ich kann es nicht aussprechen. Ja, Jessica Gao hat die Folge geschrieben, die da heißt Pickle Rick oder im Deutschen Gurken Rick. Es gibt keine Referenz, wie jetzt in den letzten Episoden, zu irgendeinem Film oder sonstigem, sondern das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir heute Gurken Rick begegnen werden. Und von daher ist der Name auch vertretbar. Also ich erinnere mich, bei Tiny Rick in der zweiten Staffel war es genauso. Die Episode, die hieß... Im Originalen auch Tiny Rick. Im Deutschen hieß sie Jugendwahn. Da hat man es nicht übernommen. Aber wie war es mit euch? Habt ihr die Folge zuerst auf Englisch oder erst auf Deutsch geguckt? Ich habe heute noch überlegt. Ich habe sie damals, glaube ich, weil das nämlich zu der Zeit war, wo die gerade frisch rauskam, erst auf Englisch geguckt und dann auf Deutsch. Und du, Paco? Ich habe keine Episode jemals auf Englisch geguckt. Ach so. Alles klar. Ah, okay. Nee, weil ich hatte sie auch auf Englisch geguckt. Ganz schön rassistisch von dir. Ja, oder? Welch eine nationalistische Einstellung. Nein, nur Spaß, nur Spaß. Alles gut. Ich stehe ja dazu. Aber mir wird halt die Hälfte an Spaß verloren gehen. Ich finde die deutsche Synchro halt in Ordnung. Ja, das stimmt schon. Ja, ich hatte sie auch auf Englisch geguckt und ich habe mich halt gefragt, wie sie es übersetzen. Aber es blieb ja nicht viel anderes übrig, ne? Und was willst du da anders nehmen? So? Ja, findest du den Namen schlecht im Deutschen? Also, man ist es so gewohnt, ne? Dieses Pickle Rick. Und dann kam halt, also ich habe vor allem die Deutsche dann auch lange Zeit erstmal nicht geguckt. Ja. Und dann kam sie irgendwann und naja, dann musste ich halt irgendwie, ich fand es nicht so cool am Anfang, aber man gewöhnt sich dran. Okay. Ja. Weil, wie gesagt, was willst du anderes machen, ne? Also Pickle Rick, das würde nicht passen irgendwie, weil viele dann halt auch nicht genau wissen, was ein Pickle ist. Ja. Und Gurke ist halt ist die wörtliche Übersetzung und ist kurz gehalten und es passt so, ne? Schon. Dann nimmst du es halt so. Also sie hätten natürlich auch richtig ins Klo greifen können, indem sie gesagt hätten, Essiggurken Rick. Oh Gott. Ja. Das wäre natürlich
bitter geworden. Eben, sie hätten aber es noch schlechter machen können, ja. Stimmt. Ja, eben. Ich guck gerade, ich suche die ganze Zeit den russischen Titel von der Episode. Ich möchte wissen, ob der Solenja heißt. Würde ja passen. Ja, eben. Der würde sogar richtig gut passen. Ja, klar. Ach, scheiße, ich finde das nicht. Okay, aber selbst wenn du es finden würdest, könntest du es lesen? Nee, stimmt. Aber du kannst, wenn du googelst und den Begriff hast, dann kannst du dir das von Google vorlesen lassen. Ja, mach ich nach der Aufnahme mal. Lass du kannst, Google das du russische kannst Internet. Ja auch, du kannst dir die Folge auf Russisch angucken. Würde mich halt aber interessieren, ob der dann Solenja Rake ruft. Ja, genau. Und dann, wo der Russe, die russische Botschaft oder was das da ist, das sind dann Chinesen und dann sagt er dann irgendwie auf Chinesisch, wa? mein ja. Gott, wir kommen hier aber von Hölzken auf Stöckskön. Ja, ne, wir kommen gar nicht so richtig voran. Ja, also, was ich noch sagen wollte, die Namensgebung der Folge, da habe ich mich auch die letzten Episoden so ein bisschen dran gewöhnt. Ich mache da keine Wertung für die Folge an sich. Also, wenn die Übersetzung jetzt nicht so pralle ist, dann ja, lasse ich das jetzt nicht in irgendeine Art der Wertung einfließen oder so. Das, ich glaube, da muss man halt einfach Abstand nehmen, weil das sollte die Folge nicht schmälern, nur weil die Übersetzung des Titels jetzt kacke ist. Da stehen wir drüber. Inhaltlich, wenn Dialoge übersetzt werden, schlecht übersetzt werden, dann ist das vielleicht was anderes. Aber nur der Titel, und er ist ja vertretbar hier in einigermaßen, also von daher ist es in Ordnung. Ja, wenn es zumindest eine 1:1 Übersetzung ist, dann ist ja noch gut, aber es gibt ja wirklich Episoden, da haben sie nicht 1:1 übersetzt und da fragst du dich, was haben die sich dabei gedacht? Weißt du, wenn du 1:1 übersetzt, dann hast du für mich zumindest nachvollziehbare Ansätze gehabt, so. Ja. Ja. Ja, wollen wir starten? Morty! Jupp. Morty! Ja, da sind wir nämlich schon direkt. Direkt beim ersten, in der ersten Szene, in dem nämlich Morty im Badezimmer ist und sich die Haare kämmt und von Rick gerufen wird. Man sieht Rick nicht, man hört immer nur Morty, hey Morty. Und das ist auch schon die erste Referenz. Wisst ihr, an was das angelehnt ist? Nee. Und zwar an die Webserie The Annoying Orange. Ja, doch, das den kenne ich. Eine Orange, die Augen und Mund drauf photoshoppt. Ach ja, sicher, ja klar, die kenne ich doch. Ja, sicher. Ja, und die dann immer sagt, hey Apple, Apple, what? Also, daran ist es jetzt eine Referenz. Okay. Für irgendwas macht sich der Morty da fein. Und seht ihr rechts dieses wunderschöne, sieht aus wie ein Bewerbungsfoto von Schnuffels, oder? Der guckt so richtig seriös. Für eine Hundeshow. Ja, genau. Guck doch mal, wie ernsthaft dieser Hund da einfach, und wie stolz dieser Hund auf diesem Bild steht. Also wirklich. Aber es ist schon relativ auffällig, dass Morty seine normalen Klamotten nicht anhat. Er macht sich für irgendwas fein, habe ich den Eindruck, ne? Ja, feinstes Sonntagsoutfit. Ja. Was ich übrigens echt phänomenal finde, ist, wie lange die diesen Schnuffels hochhalten, um nochmal zum Bild zu kommen. Der kam ja im Prinzip nur in 1-2 Episoden ganz am Anfang der ersten Staffel vor und überall im Haus sind jetzt noch Referenzen durch Bilder. Also finde ich schon krass. Also der hat ja nie, bis in der einen Episode hatte der ja nie eine große Rolle. Ich finde das auch gut. Also das ist schön, immer mal wieder dran erinnert zu werden. Besser als wenn sie da jetzt irgendwas anderes hätten, was vielleicht auch gar nicht passen würde. Finde ich schön. Aber Schnuffels gibt's ja auch noch, das heißt, der kann ja einen Comeback haben. Ja. Ich wollte gerade sagen, vielleicht wollen sie die Erinnerung aufrechterhalten, weil er ja nochmal wiederkommen könnte. Oh. Um seine Hoden zu suchen. Ja, und Morty fragt sich dann, wo die Stimme herkommt. Guckt im Schrank, weil sie klingt so weit weg oder so, als ob Rick irgendwo drinne wäre. Und dann fragt er sich, ob dieser Kamm, mit dem er sich gerade kämmt, eine Kamera ist oder ob das alles seine Kamera ist. Und dann, oder ich hätte es cool gefunden, wenn er gefragt hat, bin ich in einer Kamera? Ja, ist wirklich so, wenn du schon, du bist mit Rick zusammen in einem Haus und du weißt nicht, ob alles eine Kamera einfach ist, weißt du? So. Alles.
Oh Gott. Ja, er ist von Anfang an misstrauisch. Das zieht sich ja jetzt dann noch fort. Rick ruft ihn in die Garage und dann kommt er da rein und fragt, wo ist er? Wo bist du? Ich bin auf der Werkbank. Bist du unsichtbar und furzt mir gleich ins Gesicht? nein, hier, dreh mal das grüne Ding auf der Werkbank um. Soll ich das jetzt anfassen und du sagst mir, dass das ein Penis von einem Alien ist? Oh nein, das. Ja, und dann dreht er ihn halt um und es ist eine Gurke und es ist Gurken-Rick. Und, er hat noch vorsichtshalber einen Schraubenzieher genommen, weil vielleicht ist es doch ein Alien-Penis, ne? Ja. So. Also Morty ist schon auf alles vorbereitet, so, ne? Ja. Rechnen mit allem. Ja, unwahrscheinlich wäre es nicht, ne? Aber es wäre vielleicht sogar wahrscheinlicher, als dass jetzt Rick da als Gurke liegt. Ja. Ja, klar. Würde ich mal behaupten. Eigentlich schon, ja. Ja, Rick macht es ja auch zu einer Sensation. Ja. Preist es quasi und fragt sich dann, warum Morty nur da steht und blöd guckt. Und er versucht jetzt so irgendwie die versteckten Fähigkeiten einer Gurke zu finden. Er fragt, ob er fliegen kann oder sich überhaupt bewegen kann und ob er unsterblich ist vielleicht als Gurke. Und Rick sagt dann so, er soll aufhören, so blöde Fragen zu stellen, er soll einfach beeindruckt sein. Ja. Ja, Morty versucht da irgendwie einen tieferen Sinn hinterzufinden, aber der versteht jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht, warum Rick so etwas tun sollte. Mortys Gedanke ist, irgendeinen Vorteil musst du doch davon haben. So, und entweder, das sind so die ersten Sachen, die ihm einfallen. Entweder hast du jetzt Superkräfte oder kannst das oder bist unendlich, ne? Ich würde es auch irgendwie versuchen nachzuvollziehen, warum hat er sich jetzt in so eine scheiß Gurke verwandelt, ne? Was soll das? Ja, das klärt er ja gleich auf. Mhm. Ich habe gerade so einen anderen Gedanken. Der Rick, der feiert sich ja unglaublich und seine Verwandlung als Gurke. Er ruft ja dann auch am Schluss, ich bin Gurken-Rick. Und dann sieht man, dann schwenkt das Bild auf Morty um, der halt sehr skeptisch guckt. Das ist so ein zerstörter, geiler Blick, ne? Ja, mir kam so der Gedanke, dass er vielleicht sich an den Augenblick erinnert, als Rick Tiny Rick war. Und die Geschichte ja quasi fast in die Hose gegangen wäre. Ja. Vielleicht ist er da besorgt, dass Rick jetzt schon wieder so einen ähnlichen Prozess durchmacht. Oder irgendwas in der Form, ja. Ja. Ruft er denn auch in der englischen Version sowas ähnliches wie bei Tiny Rick? Okay, jetzt ruft er I'm Pickle Rick und in der englischen Variante ruft er bei dem anderen I'm Tiny Rick, oder? Ja, genau. Ja, das ist relativ oft. Stimmt, ja. das kann dann sein, ruft er in der Episode auch, deswegen ist das schon, also auch relativ häufig. Also das hat er dann schon, ja, wie soll ich sagen, kann man schon als Bezug sehen. Also ich habe den Blick von Morty darauf gar nicht bezogen, weil ich bis gerade, als wir da in der Vorbesprechung drauf gekommen sind, darüber geredet haben, dass da eben der Bezug zu Tiny Rick im Prinzip stattfinden kann, weil das, was er jetzt gemacht hat, ist, sein Bewusstsein in eine Gurke zu setzen und damals hat er sein Bewusstsein in einen jüngeren Körper gesetzt. Ich habe den Blick eher so gedeutet, so nach dem Motto, ist der jetzt komplett durchgeknallt, hat er jetzt seinen Verstand komplett verloren. So, das sieht ja schon so aus, keine Ahnung, du besuchst deine Großeltern im Altersheim und merkst, dass die nicht mehr ganz bei der Sache sind, so ein Blick, weißt du? Und dir tut's einfach nur unendlich leid. So. Ja, besorgter Blick halt, ne? Ja, ja. Das ist so, oh, jetzt dreht er voll durch. Ja, es ist ja so, dass alles, was Rick macht, normalerweise einen Sinn hat. Und man erkennt jetzt nicht auf Anhieb direkt den Sinn, was es bringt, sich in eine Gurke zu verwandeln. Ja. Ja, im ersten Moment nicht. Aber alsbald. Ja, und das ist eigentlich auch schon die letzte Szene vom Cold Open. Ich wollte nur noch auf eine Kleinigkeit hinweisen, die wir im letzten Bild sehen, nämlich hinten im Regal. Da steht... Ehrlich? Steht ein Karton, den wir vielleicht noch mal erwähnen müssten. Ich weiß nicht. Der kommt sonst nicht mehr vor heute, ne? Warte mal, was ist denn da für ein Karton? Warte mal, da muss ich mal eben die Szene anschauen. Ja, guckst du dir nochmal das... Könnte sich noch. Nein, ich bin auch... Ey, ganz ehrlich, mir wäre es nicht aufgefallen, wenn ich in der englischen Fassung nicht den deutschen Untertitel angehabt hätte und da der Time-Travel-Stuff übersetzt gewesen wäre. Ja. Sonst wäre mir das wahrscheinlich nicht aufgefallen. Ich glaube, im Deutschen steht das sogar ohne Untertitel anzuhaben. Aber zumindest auf Netflix. Also die wollen drauf hinweisen. Ja, das ist mir irgendwie so wie später mit einem Schild an der Tür. Da ist das auch. Okay. Da hatte ich auch keine Untertitel an und da wurde das auch angezeigt. Mut. Ja, wer weiß. Ne? Das war das, genau. Verschwörungstheorien hier. Ja. Ja, alles klar. Ja. Dann Intro. Ja. Kann man ja auch netterweise skippen bei Netflix. Ja.
Ja, und es geht direkt da weiter, wo wir aufgehört haben. Die zwei sind immer noch in der Garage. Und da versucht der Morty halt, ich habe das eben schon ein bisschen vorweggenommen, da versucht er erst rauszufinden, warum sich Rick in eine Gurke verwandelt hat, mit dem ewigen Leben oder was auch immer. Und gibt sich nicht damit zufrieden, einfach nur beeindruckt zu sein. Und Morty fragt halt, ja, er versucht halt rauszufinden, warum sich überhaupt irgendjemand in eine Gurke verwandeln sollte. Und da sagt Rick, jeder würde sich in eine Gurke verwandeln, wenn sie es könnten, was sie nicht tun, weil sie es können, aber sie können es nicht. Und ich glaube, der Spruch wäre mir im Deutschen durchgegangen, wenn ich die Folge nicht zuerst im Englischen geguckt hätte, weil da kommt der Spruch irgendwie sehr viel geiler rüber. Wie geht der denn? Der sagt dann, the reason anyone would do this, if they could, which they can't, would be because they could, which they can't. Also der sagt das irgendwie, ich weiß nicht, da hat der Satz einen viel cooleren Flow. Und ja, ich habe mir den im Englischen mehrmals hintereinander angehört, weil ich den so cool fand. Immer aber der macht doch überhaupt gar keinen Sinn, da sind wir uns einig, oder? So wie er es im Deutschen sagt, ich habe mir den auch aufgeschrieben und mehrfach durchgelesen und versucht, es zu verstehen. Alle würden so etwas tun, wenn sie es könnten, was sie nicht können, weil sie es können, aber sie können es nicht. Ja, das dreht sich doch im Kreis. Nee, also es geht ja darum, Morty fragt ja, warum jemand sowas machen sollte. Und der Kernsatz ist, ohne jetzt die Zusätze hinzuzufügen, ist, der Grund, warum jemand sowas machen sollte, ist, weil sie es können. Aber er muss ja durch sein Ego, weil er der Einzige ist, der es kann und sonst niemand, immer hinzufügen, sie können es nicht. Das bringt so den Satz, das unterbricht den Satz immer wieder, aber er muss es immer hinzufügen. So, weißt du, der Grund, warum jemand sowas machen sollte, ist, weil was sie ja nicht können, ist, weil sie es können, aber sie können es nicht. Nur ich kann es, so nach dem Motto. Versteht ihr, was ich meine? Ich verstehe nur den Loop nicht von, also er sagt ja, Morty, alle würden so etwas tun, wenn sie es könnten. Bis hierhin klar. Was sie nicht können. Bis hierhin klar. Weil sie es können. Da bin ich raus. Da sag ich so, ab hier macht das doch keinen Sinn mehr, oder? Aber also du meinst nicht, keiner wird sich in eine Gurke verwandeln, nur weil er es kann. Das ist wiederum deine Theorie, Björn, ne? Ach, ich weiß. Ey, das ist einfach nur Schrott, den der da erzählt. Weißt du, das so, das gefühlt. Ich dachte, einfach nur Schlaulaberei irgendwo. Ja, gut. Es ist ja auch eigentlich nur ein Satz, aber ich fand den so geil. Mensch. Ja, ja. Wir stellen uns an der Stelle einfach so ein rotes Error-Schild vor, was jetzt gerade mal hier so. Wie ging der noch mal auf Englisch? The reason anyone would do this, if they could, which they can't, would be because they could, which they can't. Also er hat zweimal gesagt, es kann keiner. Ja, okay. Ja, das ist wichtig für ihn. Erinnert mich so ein bisschen an How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood, wa? Kennt ihr den? Ist er von SingStar oder was? Ich habe den bei Monkey Island mitgekriegt. Die Frage war halt, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Und die Antwort darauf war, a woodchuck would chuck as much as a woodchuck could chuck if a woodchuck could chuck wood. Sehr das ist schön. So gut, ey. Ja, irgendwie erinnere ich mich das da dran. Ja, genau. Aber um jetzt auch mal die Frage so ein bisschen aufzunehmen, wie hat Rick es geschafft, sich zu einer Gurke zu verwandeln und dann jetzt einfach da so zu liegen? Also man würde erwarten, dass da irgendwie so ein Strahl, also so ein Laserstrahl oder so eine Kammer oder so. Eine Apparatur ist, ne? Oder irgendeine Spritze, um schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, irgendwie noch da rumliegt. Aber er liegt ja wirklich einfach auf der Werkbank, ohne alles irgendwie. Also, ja, ohne alles. Also selbst wenn ich sagen würde, er hat irgendwas getrunken und das Glas schnell weggestellt, da steht nirgendwo ein Glas. Da stehen zwei Reagenzgläser, in denen noch was drin ist, die nicht so aussehen, als wären sie gerade irgendwie dahingestellt worden. Nee, hast recht. Also, sehe ich genauso. Ja. Ein Zäpfchen und mit Zeitverzögerung oder so. Es ist ein Zäpfchen. Der hat sich die Gurke hinten reingeschoben. müssen wir mal testen. Und vor allem, er musste ja nicht irgendwo liegen, sondern an einem ganz genauen Punkt auf diesem Schrank. Ne? Also das macht es alles ein bisschen schwer und man fragt sich wirklich, wie kann das denn überhaupt sein? Aus meiner Sicht. Ja, das bleibt ein genialer Wissenschaftler, der kann alles. Ja, ich wollte gerade sagen, wir können es einfach damit begründen, weil er es kann, ne? Und wir können es halt eben nicht. Weil wir es können, was wir nicht können. Ja. Oh Mann.
Ja, während der Diskussion kommen Bess und Summer rein und die Bess sagt so, wir müssen jetzt langsam los zur Familientherapie. Und wo ist dein Grandpa? Ja, ich bin hier, Sweetie. Und dann guckt sie so auf die Werkbank, sieht ihn und ist schon so teilweise, also sie schlägt die Hand vors Gesicht und fragt so, ja, warum machst du, ach, keine Ahnung, ich frag gar nicht erst, los, wir fahren jetzt, sonst kommen wir zu spät. Und Rick tut so, als wüsste er nicht, wovon sie redet und fragt so, ja, was für ein Termin? Ja, wir haben schon vor einer Woche einen Termin klar gemacht, auch mit dir, für eine Familientherapie. Und oh nee, Mist, habe ich total vergessen. Oh. Und in der Szene fällt mir auf oder wird einem wieder ganz stark klar, dass Justin Roiland Rick und Morty spricht, weil jetzt ist Rick in einer zwar nur gespielten, aber in einer Unsicherheit. Er spielt jetzt eine Unsicherheit so von wegen so, oh Mist, habe ich vergessen und oh. Und da benutzt er sehr oft das Wort Jeez, was Morty benutzt in fast jedem Satz, so weißt du. Okay. Da, wo sich Rick so ein bisschen rausreden will, klingt er sehr stark nach Morty in der Art, wie er redet. Und das hat mich ein bisschen gestört. Aber ist egal. Jedenfalls tut er so, als hätte er es vergessen und sich rein zufällig jetzt in die Gurke verwandelt. Und ja gut, aber er könnte natürlich mitkommen in der Handtasche, wenn er unbedingt muss. Und er weiß wohl ganz, ganz genau, dass Bess sich dann irgendwie trotzig dagegen stellt und sagt so, nein, du musst gar nichts machen, so, wir werden einfach alleine dahin fahren und du wirst schon rausfinden, wie man sich zurückverwandelt in der Zeit, so. Und gerade in dem Moment, wo sie los wollen, fällt Morty auf, dass über Rick ja eine Spritze hängt. Und dann fragt er so, Rick, warum hängt über dir eine Spritze, die an einer Schere dran ist? Und warum ist diese Schere mit einer Zeitschaltuhr verbunden? Und warum ist diese Zeitschaltuhr auf 10 Minuten eingestellt? Genau dann, wenn wir gerade weg wären. Und dann pustet Rick einmal aus und sagt so, ja gut, also um ehrlich zu sein, diese Spritze hat absolut nichts mit dem Gespräch hier zu tun, die hängt da rein zufällig und muss deshalb nicht erklärt werden. Wenn du es ganz genau wissen willst, vor allem. Den ich mir unbedingt merken muss. Das hat nichts mit der Situation zu tun und deshalb muss es nicht erklärt werden. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Und Bess nimmt dann diese Spritze ab und Rick sagt dann so, ja, was tust du, was machst du mit der Spritze, sei vorsichtig. So, ja, du willst ja nicht aufgespießt werden von einer Spritze, die mit der Situation hier überhaupt nichts zu tun hat, so. Ja, und dann sagt Rick so, Miss, kann ich nichts gegen sagen. Sagt er, okay, hast du einen Punkt, dann bis später. Und dann fahren die weg und er sagt so, scheiße, jetzt habe ich verkackt, jetzt liege ich hier rum, so nach dem Motto, und komm nicht weg. Bom, 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 bom. Bom, bom, ja. Wie ist jetzt dieses Verhalten zu deuten von Rick? Ist er jetzt überfordert oder? Der kann nichts machen. Der langweilt sich zu Tode. Der will sich da irgendwie so Zeit vertreiben. Ich hätte noch eine Frage zu ein paar Sekunden vorher. Was meint ihr? Wissen alle drei, was in der Spritze drin ist? Ich glaube schon. Naja, also das Gespräch wird ja später dahin laufen. Was die drei denken, was in der Spritze drin ist. Das ist, man müsste sich diese Frage eigentlich in jeder Situation stellen, in der drüber gesprochen wird. Mhm. Jetzt zu diesem Zeitpunkt glaube ich, dass Morty das schon ahnt. Weil er ja so ein bisschen so, dass er kennt ja Rick so oder so und ist ja schon direkt misstrauisch. Der würde dem das auch zutrauen. Mhm. Beth, glaube ich, zu dem Zeitpunkt versucht es zu ignorieren und nicht zu glauben. Ja, die redet mal, sich halt Rick immer schön, das ist das Problem, ne? Ich glaube schon, dass sie das wahrnimmt, aber die verdrängt das. Also, ich glaube schon, auch mal so reflektiert auf später, ich glaube schon, dass Beth auch bewusst ist, dass da dieses Anti-Gurken-Zeugs drin ist. Aber sie verdrängt das, weil sie ihren Vater irgendwie ja heilig spricht, ich weiß das nicht. Er kann ja sich alles erlauben im Prinzip. Ja, also, ist schwierig. Ich stelle mir die Frage, weil warum nimmt sie die Spritze? Es gibt meiner Meinung nach nur zwei Gründe. Entweder sie glaubt nicht, dass da Antigurkenserum drin ist und denkt oder nimmt es wirklich aus Sorge mit, dass er aufgespießt werden würde von einer Spritze, die mit der Situation nichts zu tun hat. Oder was ich viel eher glaube, ist, dass sie weiß, was da drin ist und die Spritze mitnimmt, weil sie ihn foppen will und quasi dafür bestrafen will, dass er sich von der Therapie drückt. Du musst jetzt hier so lange rumliegen, bis wir zurückkommen. Sonst hätte sie was ja mehr oder weniger ein bisschen untypisch wäre für
Bess. Ne? Sie, wie du eben schon sagtest, sie spricht ihren Vater ja immer heilig und immer alles nach seinem Willen. Und jetzt lässt sie ihn als Gurke da für 2-3 Stunden rumliegen. Wenn sie ihn einfach nur vor der Spritze hätte schützen wollen, hätte sie die ja auch auf den Tisch legen können. Neben ihm. Richtig, ja. Dass ja, sie das nicht stimmt. In ihm reinstürzt. Oder sie hätte die Zeitschaltuhr deaktivieren können. Oder was weiß ich. Aber sie hat die Spritze weggenommen. Ja, das ist ein schönes Detail. Das stimmt. Okay. Ja gut, aber wir kommen ja später noch zu einem Gespräch, wo darauf nochmal genauer eingegangen wird. Aber was willst du noch sagen? Ja, genau. Ich frage mich nur, wie die Situation gewesen wäre, wenn jetzt zum Beispiel Jerry in einer ähnlichen Lage gewesen wäre. Ich versuche das gerade in irgendeiner Form als Parallelsituation irgendwie mir glaubhaft zu machen, aber dass halt Jerry in so einer Situation wäre, wo er quasi ja sich so drücken könnte und wie dann Beth reagieren würde. Also dann würde sie wahrscheinlich schon eher checken und darauf eingehen und wahrscheinlich ihm die Hölle Eis machen. Ja, bei dem wird sie ausrasten, glaube ich auch. Ja, ja, aber hier bei ihrem Vater wird sie sich das nicht trauen. Nee. Ja, wie gesagt, die huldigt dem halt so. Das ist ja fast ein Heiliger, wirklich. Das ist, so ist es. Kranke Beziehung, kannst du nicht anders sagen. Ja, also ich glaube später nochmal genäher drauf. Dass alle drei wissen, was da in der Spritze drin ist. Nur alle drei besitzen so eine gewisse Beherrschung und sagen es nicht. Aber wenn jetzt Jerry in der Situation wäre, ich glaube, er hätte es auch gecheckt, aber hätte es ausgesprochen. So, ne, hey, das kann doch nicht sein, so, das muss doch unbedingt dazu gehören und willst es doch nur reinlegen und so. Und alle anderen sind mehr so, ja komm, lass ihn da als Gurke liegen und wir gehen. Ja, und er hätte dann Einlauf gekriegt. Ja. Der Jerry. Ja. Ja. Ich vermisse ihn so ein bisschen in der Folge, aber egal. Na, ist aber auch nicht so ein bisschen Jerry nur, ne? Und wenn es nur ein kleines Loser. Ja, genau. Ja, das wäre ja jetzt schön gewesen, so in dem Moment. Ah, oh, das wäre schön, wenn so ein Jerry-Loser dann da lang gepfiffen wäre, wenn Beth da die Spritze wegnimmt. Da hast du recht, ja. Das, jetzt, wo er da liegt und dieses da macht, dann ist so ein Loser. Aber nein, Rick ist kein Loser. Nee, ich glaube, der Rick, der würde dann irgendwann irgendeine Wettermaschine erfinden, die jeglichen Wind zerstört. Also ja, ich glaube, alles, was in dieser Folge noch kommt, beweist, dass er ein harter Hund ist und sich aus jeder Situation irgendwie rausrettet. Ey. Tja. Ja. Ja, wir haben ja jetzt die Situation, dass er einfach da liegt, ne? Und das ist etwas, was ich mir relativ zügig klar machen musste. Er hat ja keine Muskeln. Er kann sich ja selber überhaupt nicht bewegen. Außer Mund und Augen. Genau, richtig, ja. Außer und deswegen kann er ja auch nicht irgendwie sich so rumschwingen oder rumrollen. Er kann ja nichts machen. Und dessen muss man sich jetzt, gerade in den nächsten Minuten, muss man sich da wirklich das vor Augen halten und dessen bewusst sein. Ja. Ja, als nächstes kommt nämlich eine Katze vorbei, muss eine Nachbarskatze sein. Wir haben bei der Familie Smith vorher noch nie eine Katze gesehen. Und die kommt einfach frecherweise in die Garage rein, hüpft auf die Werkbank, schnüffelt überall ein bisschen rum. Und Rick sieht schon so ein bisschen kommen, was jetzt passiert, weil er die YouTube-Videos gesehen hat, in denen sich Katzen vor Gurken erschrecken. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Katze frisst und man legt eine Gurke hinter sie. Und in dem Moment, wo sie es checkt, dass hinter ihr eine Gurke liegt, erschreckt sie sich. Aber nicht, weil da irgendwie eine ausgerechnete Gurke liegt, sondern weil da überhaupt irgendwas liegt. Und es passiert auch funktioniert auch nicht bei jeder Katze. Hast du probiert? Nee, ich habe das bei meinem Kater nicht ausprobiert. Aber ich habe das oft gehört und gelesen, dass das wohl nicht bei jeder Katze funktioniert. Okay. Ja, bei ihr funktioniert es jedenfalls. Sie erschrickt sich vor ihm, haut ihn so ein bisschen spielerisch hin und her. Und er fällt von der Werkbank runter. Kullert in die Einfahrt und liegt dann da in der prallen Sonne rum. Wenn ihr da mal genau hinguckt, ein sehr nettes Detail, seht ihr noch den Riss, der entstanden ist, als das Haus in der ersten Staffel wegteleportiert wurde. Ah, jo, ja. Immer noch da. Das ist sehr schön, ja. Schön, dass man darauf geachtet hat. Aber das Loch in der Garagendecke ist weg. Das hat man wohl gefixt. Das wurde repariert. Ja. Ja, und da liegt er jetzt in der Sonne und er fragt sich, ob das sein Ende ist, in der Garage-Einfahrt als Gurke in der Sonne zu vertrocknen. Er wird auch so langsam runzlig und sagt dann, das wäre die Genie-Version von auf dem Klo sterben. Und, wisst ihr, was es damit auf sich hat? Ja, es wird wahrscheinlich mal ein Genie gegeben haben, was auf dem Klo gestorben ist, oder?
Es gibt den Mythos, dass Elvis angeblich auf dem Klo gestorben ist. Oh mein Gott. Also er ist tot in seinem Badezimmer gefunden worden und es gibt den Mythos, dass er angeblich auf seinem Klo gestorben ist. Mhm. Und das ist hier eine kleine, soll eine Referenz auf diese Tatsache sein. Ist auch keine schöne Vorstellung, möchte ich auch nicht, dass mir das passiert. Ja, das ist, ja, ich meine, von dem großen Drama kriegst du ja nichts mehr mit, aber die Leute, die dich finden, die erleben halt ein kleines Wunder. Die sehen auch dein kleines Gürkchen. Ja, genau. Solenia. Solenia. Das ist für mich der Ausruf, den ich glaube, der Schockausruf, den ich mir wirklich mit in mein Real Life übernehme. Also wirklich. Wenn du irgendwas siehst, wo du dich drüber aufregst. Solenia. Sehr gut. Ja, aber es ist nicht Ricks letzter Ausruf, sondern es kommen noch ein paar Wolken und bringen das ersehnte kühle Nass von oben. Er freut sich über den Regen, aber es scheint irgendwie so eine Art Sintflutregen zu sein, weil ich finde es ein bisschen übertrieben, wie das dargestellt ist. Also der wird da richtig rausgeschwemmt aus der Einfahrt wie aus so einem reißenden Fluss. Und ja. In echt sähe das, glaube ich, nicht so krass aus. Jedenfalls wird er dann auf die Straße gespült und Richtung Gully. Er würde sich gerne noch um 90 Grad drehen, aber wie, er kann es nicht. Fällt in den Gully-Schacht mit dem Wort Scheiße. Muss eine Zeit lang unter Wasser tauchen, dabei hält er die Luft an und wird am Ende rausgeschleudert, knallt gegen ein Ventilrad, 4 Rohre, bis er dann irgendwo auf einer trockenen Ecke landet, wo... Mit diesem mit Metallrohr hin und her gespringe. Ich fand irgendwie, als ich das erste Mal gesehen habe, irgendwie passt das nicht zu Rick and Morty. Weißt du, das ist eher so dieses Bing, Bang, Bung, Ong. Das ist so, weiß ich nicht, das passt so zu wenig. Zu viel Slapstick? Ja, finde ich schon. Also, ich finde es jetzt nicht schlimm, aber irgendwie fand ich das unpassend. Ich kann es gar nicht beschreiben, wieso. Ich habe das nur gesehen und dachte so, hä, was soll das denn jetzt, weißt du? Also, ich fand es richtig gut. Okay. Also, ich auch, muss ich sagen. Ich fand das voll witzig. Also auch so dieses mit dem Geräusch und dieses Hin und Her. Wie du so gerade sagtest, Björn, das ist pures Slapstick. Und aber ich kann das verstehen. Es passt nicht zu Rick and Morty, das stimmt. Aber es hat mich erheitert hier an der Stelle. Ich fand's gut. Mhm. Doch, ja, also diese Kombination davon, den auf das Rohr knallen zu sehen, dann das Ping-Geräusch und das also diese drei Sachen zusammen, die sorgen bei mir schon für Lacher. Und das Ganze viermal hintereinander. Es hätte halt nicht häufiger sein dürfen. Ja, vor allem mit dem Hintergrund zu wissen, dass er es ja auch gar nicht beeinflussen kann. Ne? Er kann es ja nicht ändern. Der kann nichts machen. Der fällt da runter und knallt übergegen. Ja, und dann liegt er irgendwo in der Kanalisation auf dem Boden und ihr müsst euch jetzt einfach mal vorstellen, ihr wärt in seiner Lage. Ihr seid eine Gurke. Ja. Ihr könnt nicht mal Bescheid sagen eurer Familie, dass ihr in der Kanalisation seid. Du kannst, und nach einer scheiß Gurke sucht auch niemand. Das heißt, du bist da im Prinzip versenkt. Das war's. Ja. Normalerweise. Ja. Aber zum Glück sind ein paar krabbelige Freunde mit dabei, die dann da auch entsprechend unterstützen. Ja, die bereits angesprochenen Kakerlaken laufen rum und fressen sich an so kleinen, keine Ahnung, irgendwelche Dreckshäufchen, essen die sich da satt. Und Rick beißt sich dann in die Lippe, weil das Einzige ist, was er machen kann, und dem läuft der Gurkensaft dann quasi das Gurkengesicht runter. Und die Kakerlake wird darauf aufmerksam. Rick sagt, ja, hol dir den leckeren Gurkensaft. Und die Kakerlake nähert sich seinem Mund und muss wahrscheinlich mit dem Kopf in den Mund gekommen sein. Und dann beißt Rick zu, solange bis die Kakerlake keinen Widerstand mehr leistet. Boah, das ist auch eine übelste Badass-Aktion, ne? Das muss er erstmal so bringen, ey. Und dann liegt er neben der toten Kakerlake und reißt ihr mit der Zunge den Schädel auf. Spuckt die Schädeldecke weg und drückt dann mit der Zunge auf dem Gehirn drauf rum. Boah, und dann bewegt sich hier mal ein Fühler, da mal ein Beinchen. Und dann drückt er auf einer Stelle, wo sich die Flügel ausfahren und hieft sich somit auf die Kakerlake drauf. Und dann findet er die Stellen, wo er drücken muss, um die Hinterläufe zu bewegen und bewegt sich somit vorwärts und brüllt, yeah, baby. Also er ist schon mal wieder mobil. Ja, zumindest auf dem Rücken von der Kakerlake geschnallt irgendwie. So ganz verstehe ich das auch nicht, wie er da, ohne sich bewegen zu können, auf den Rücken kommt, indem er mit der Zunge aufs Gehirn drückt. Klar kann er die Beinchen bewegen, aber ich sag mal, wenn er auf die Kakerlake möchte und dem Kakerlakenkörper sagt, er soll sich unter die Gurke bringen, dann wird die Gurke doch eigentlich auch wegrollen, oder? Aber gut, Rick kann das, weil er ist ein Genie.
Ja, ich finde das, find das ein bisschen seltsam, dass er das schafft, mit der Zunge diese Schädeldecke des Insektes zu öffnen. Also bis dahin habe ich es ihm noch abgekauft und die Geschichte mit dem auf dem Hirn drücken, damit sich irgendwas bewegt. Das ja, kann ich auch noch akzeptieren, aber so dann so dieses mit der Schädeldecke ist irgendwie... Also er hat ja schon den Kopf im Mund gehabt und hat die ja totgebissen. Das heißt, das kann ja schon sein, dass er da so ein bisschen das Ding gecrackt hat und dann war es offen und mit der Zunge hat das nur weggemacht, weißt du? Aber ja, das stimmt. Was mir dazu einfällt ist, es gibt ja wirklich so ein Set, dass du Kakerlaken fernsteuern kannst, ne? Ja. Die kriegen dann so einen kleinen Sensor auf den Kopf mit irgendwelchen, keine Ahnung, das mit irgendwelchen elektromagnetischen, keine Ahnung, wie das funktioniert. Und dann hast du quasi einen Controller in der Hand und kannst sie steuern auf deinen Tisch. Ohne Scheiß. Gib it. Naja, und im Prinzip ist das ja jetzt hier so die, wie soll ich sagen, Genie-Version davon. Um es mal mit Riggs Worten zu sagen. Ja, so kann man es bezeichnen, ja. Self-made. Also klar, ich finde das auch komisch, dass er da den Schädel aufmacht mit der Zunge und da drauf rumdrücken. Aber wenn man da jetzt schon anfängt, auf sowas rumzureiten, dann macht der ganze Rest der Folge, glaube ich, auch nicht so viel Sinn mehr, weil was dann noch kommt später. Ich brauchte jetzt den Teil der B-Story erstmal, um das, was ich vorher in der A-Story gesehen habe, zu verkraften. Das führt sich auch noch weiter in der Folge fort. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich lange die B-Story gar nicht so richtig verfolgt habe mit beiden Ohren und so. Also immer nur so halb und so. Mir ging viel mehr durch den Kopf, was ich vorher da gesehen habe. Ja, das ist auch, das werden wir später feststellen, immer so dieses Hin und Her zwischen A- und B-Story. Du hast auf der einen Seite hast du die Action, wo es so richtig abgeht. Und auf der anderen Seite hast du eben diese Therapiesitzung, wo es ja so ein bisschen tiefer geht, so tiefergehende Gespräche, wo es um wesentliche Dinge geht, um Beziehungen, um Gefühle, um Einstellung von Personen. Und dann so aus dieser Actionladung rauszukommen, sich darauf dann einzulassen, was in der B-Story passiert, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Da muss man vielleicht das ein oder andere Mal dann nochmal vielleicht die Szene sich angucken und genauer hinhören. Ja, genau. Weil in der B-Story sitzen Beth, Summer und Morty jetzt erstmal im Vorzimmer der Therapeutin, in so einer Warteecke. An der Wand ist ein Bild von einem Typen, der ein Hotdog isst und darunter steht Courage, also Hingabe, nee, nicht Hingabe, sondern Mut. Courage, ja. Hingabe kommt gleich. Das wird bei mir übrigens auch schon übersetzt, ohne dass ich Untertitel anhab. Aber egal. Das hatte ich auch, ja. Ja. Die sitzen da und warten. Und Summer fragt, ob das überhaupt eine Familientherapie ist, wenn Dad und Grandpa gar nicht da sind. Und Morty fragt, warum ist es mutig, einen Hotdog zu essen? Und dann sagt Bess, dass sie ja gar nicht freiwillig hier sind, sondern dass sie von der Schuldirektion dahin geschickt wurden, weil Summer im Unterricht Klebstoff geschnüpfelt hat. Oder sagt die hier schon Lack? Lack. Ich glaub, oder die sagt immer nur Lack. Genau. Und Morty sich in der Schule in die Hosen gepinkelt hat. Deswegen sind sie da jetzt zur Familientherapie hingeschickt worden. Ja, und eigentlich ist Morty auch aus dem Alter raus, ne? Das sich in die Hose zu pinkeln, ja. Ja, du musst dir mal vorstellen, was der intergalaktische Abenteuer, wo der, was weiß ich, Monstern gegenübersteht und dann soll der sich in der Hose, in der Schule in die Hose pinkeln irgendwie. Weiß ich auch nicht. Ich bin generell in der Folge verwirrt, was die überhaupt wirklich gemacht haben. Später wird irgendwie gesagt, er hat auf einen Tisch gepinkelt. Oder ist das nur in der englischen Version? Und bei Summer sagt später, dass sie an einer Vase geleckt hat. Also es ist alles echt irgendwie verwirrend. So. Das ist mir auch aufgefallen. Sie sagt hier, dass Morty sich in Geschichte in die Hose gepinkelt hat. Später sagt sie, dass Morty auf den Tisch gepinkelt hat. Und so sagt sie es auch im Englischen. Beide Male. Da sagt sie, dass er auf den Desk, he peed on the desk. Ja. Sehr verwirrend. Ja, und bei Summer ist es so, dass sie tatsächlich irgendwie an dem Lack oder irgendwie geschnüffelt hat. Also auch nicht an der Vase geleckt. Das sagt sie im Englischen, glaube ich, auch nicht. Ja. Das ist leider hier, das ist mir auch aufgefallen. Da bin ich auch hin und her geswitcht. Weil mir das im Deutschen aufgefallen ist und dann habe ich im Englischen nochmal geguckt, wie sie es da tatsächlich gesagt hat. Mhm. Ja.
Aber zum Glück sind sie nicht aus dem Grund da, warum Mr. Goldenfold da ist. Der kommt nämlich gerade aus der Tür raus und ist sehr überrascht und sagt so, hey, die Smith-Familie ohne den Dad, seid ihr auch bei Frau oder Dr. Wong in Behandlung? So, ja, die Schuldirektion hat uns hier hingeschickt für ein paar Sitzungen und so. Und der Mr. Goldenfold, ah ja, mich auch. Und seit wann esst ihr denn alle schon Kacke? Und in dem Moment sieht man hinter ihm, also dann sieht man eher so eine Nahaufnahme von ihm und dann kann man auch besser lesen, was hinter ihm auf dem Schild steht. Da steht auf Englisch Dr. Wong Family Therapy und Coprophagia Recovery. Also im Deutschen, ich hatte es mir ja irgendwo aufgeschrieben, das ist auf jeden Fall eine Krankheit nicht, aber ein Symptom, wo man halt seinen eigenen oder anderen Kot isst. da, Koprophagie habe ich doch. Und wenn es euch weiter interessieren sollte, auf klar, beim Fall. Tier, jeder, der einen Hund hatte, hat das da schon mal beobachtet, aber es gibt's auch beim Menschen. Und hängt oft zusammen mit Erkrankungen wie Alkoholkrankheit und Delirium, Demenz, Hirnatrophie und Hirntumoren, mentale Retardierung, ich weiß nicht, was das heißt, aber ich weiß, was im Englischen retarded heißt. Ja, genau. Ja, Schizophrenie und Zwangsstörung. Es kann allerdings aber auch einen sexuellen Akt beinhalten. Ja. Ja, schön. Ach, dazu ein Schlückchen Sekt und dann geht das schon. Oh Gott. Ja, schön. Ich stelle mir das gerade bei Demenz vor. Huch, was ist das denn? Ekelhaft. Ja, nee, aber ist nicht schön. Auf jeden Fall ist Mr. Goldenfold seine Fäkalien und ich arbeite ja immer mit diesen vorgefertigten Untertiteln und da sagt er, wie lange esst ihr denn schon alle Kaki? Kaki. Ich hab da so Spaß gehabt. Ich muss voll lachen, als ich das vorbereitet habe. Wie lange esst ihr denn alle schon Kaki? Übersagt er jetzt nicht, aber ich fand das bei der Übersetzung beim deutschen Untertitel so geil. Ja, ich esse meine Kaki. Ich finde ja den Moment schön, wo er das sagt, ne? Dann haben wir die Szene, wo Björn sagt es ja gerade, wo auch dieses Schild zu sehen ist. Aber eben links von Mr. Goldenfold sieht man eben nochmal dieses Poster, ja. Wo der Typ sich diesen Hotdog reinpfeift und darunter eben Courage steht. Das erfordert auch Mut. Und mit diesem Hintergrund zu wissen, dass es hier um Kaki-Essen geht und dann siehst du dieses Bild, wo der sich diesen Hotdog da reinschiebt, da kriegt man direkt so gewisse Assoziationen. Also so ist es zumindest bei mir. Also die Episode bringt uns nicht nur fürs richtige Leben Solenia, sondern auch, wenn du im Büro nicht angefunden werden kannst und dich ein Kollege fragt, wo warst du denn? Ich war Kaki machen. So, oder Kaki essen. Ja. So, sehr schön. Beste Ausrede. Ja, besser nicht. Ja. Also Mr. Goldenfold ist Kot. Und wie Summer es so schön sagt, sie haben noch nie Kot gegessen oder Kacke gegessen. Und dann fällt Mr. Goldenfold auf, dass es ja auch eine Familientherapeutin ist und sagt so, ach, wo ist eigentlich meine Familie? Ich gehe sie mal so, tschüss. Schöne Überleitung, ja. Und dann kommt Frau Dr. Wong raus und sagt so, ja, hallo, kommen Sie rein, nett Sie kennenzulernen. Und während die reingehen, dreht sie dann nochmal das Schild um, mit dem Mann, der Hotdog ein Hotdog isst. Und auf der anderen Seite ist eine glückliche Familie und darunter steht Dedication, Hingabe. Also jetzt hat sie quasi umgeschaltet von Kotfresstherapeutin zur Familientherapeutin. Ist das sowas wie dieses offen-geschlossen-Schild im ja, Supermarkt? Ja. Oder so On-Air-Schild irgendwie bei. Ja, Aufnahmen. Genau. Jetzt ist Familientherapie. Ist aber schon schön. Irgendwie so situativ anpassbar, ne? Mal, wenn du Kaki gegessen hast, dann brauchst du da den Hotdog, der deinen Mut. Aber was ist denn, wenn jetzt noch jemand für was anderes kommt? Weißt du, ja. Hat ja nur zwei Seiten. Oder meint ihr, das ist wie so ein Jahreskalender, den du noch umblättern kannst? So für jeden Fall, wie du einen an der Klatsche haben kannst, so eine Situation. Nö, nee, die ist halt glaub, die Spezialistin für die zwei ja. Fachgebiete, so, ne? Das denke ich auch. Okay, ja, stimmt eigentlich vom Schild an der Tür kann man das schon so sagen, habt ihr recht, ja.
Also Frau Dr. Wong hat in ihrem Studium ihren Schwerpunkt auf Kaki-Essen und auf Familientherapie gelegt. Habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben? Bachelorarbeit über Kaki-Essen. Stell dir vor, du bist mit deinen Kumpels unterwegs. Ich schreibe gerade mal an meiner Bachelorarbeit. Und was machst du? Ja, ich schreibe über Kaki-Essen. Ich habe mich mit einem getroffen, der isst immer Kaki und putzt sich danach nicht die Ja. Zähne. Ja. Ohohoho. Tja, wollen wir mal weitermachen mit der Therapie? Ja, Ich schreibe das große Kakipedia. Boah, ich brauche gleich eine Therapie, wenn das so weitergeht. Um Kaki essen. Ja, und dann geht's bei der Therapeutin weiter, ne? Wo Genau. dann ja erstmal die Dr. Wong fragt, also sagt ihr, wurde eigentlich gesagt, dass der Grandpa ebenfalls dabei sein soll und Beth versucht ihn dann ja halt zu verteidigen und hebt ihn wieder auf so ein Podest und sagt dann, ja, der ist gerade in ein Experiment vertieft, er ist halt Wissenschaftler und nicht so irgendein Wissenschaftler. Nein, nein, so richtig so Science-Fiction-Level-mäßig, ne? Also seine Arbeit ist schon sehr und Aus dann seiner fällt Garage er. kommen Science-Fiction-Geräusche. Genau, das Ja, ist. da haben wir schon mal drüber gesprochen, ja. Ja, und dann fällt Morty ins Wort und sagt einfach, er hat sich in eine Gurke verwandelt. Das ist Ja. so richtig schön plump, weißt du, vorher, ja, er ist so Science-Fiction-mäßig unterwegs. Er hat aus sich eine Gurke gemacht. Einfach das Dämlichste, was man überhaupt machen kann. Und dann unterbricht ihn auch Beth und sagt jetzt so, ich rede jetzt so und Quatsch, das ist Dr. Wong sagt dann eben, ja, ich denke aber, dass, ach, meine, was erzähle ich denn für einen Scheiß? Die Beth, Verwirrung in meinen Hast du zu viel Notizen. Kacke gegessen? Entschuldigung, ich habe zu viel Kacke gegessen und da waren noch zu viel Drogen drin. Beth sagt dann, fällt ihm dann wiederum ins Wort und sagt so, ja, ich rede jetzt und das ist eigentlich ein guter Übergang, mal zu unseren beiden Disziplinlosen hier zu kommen. Also zu Morty und zu Summer. Sie will halt zum eigentlichen Thema irgendwie zurücklenken. Ja. Und Dr. Wong lässt sich aber nicht so einfach abkänzeln und bleibt hartnäckig und fragt dann ja, macht denn euer Grandpa das oft, sich so in eine Gurke zu verwandeln? Und eigentlich ist die Frage ja an Morty und Summer gestellt, weil es geht um den Grandpa. Aber was passiert? Beth springt wieder ein und sagt, was nein, was ist das denn für eine Frage? Obwohl die gar nicht gefragt war an der Stelle, ne? Und dann finde ich das von Dr. Wong ganz geil, dass sie sagt, ja, eigentlich ist das eine Frage, die sie nicht angreifen und verletzen sollte. Die Reaktion von Beth ist dann ein bisschen dämlich. Ach so, ja, das ist eine von denen. Was ist das? Ach so, ja, von denen habe ich schon mal gehört. So, ne? Diese eingebildeten Therapeutin, ja. Ja, eben. Und nee, hat er, sie sagt halt, hat er noch nicht gemacht, er hat sich noch nicht in eine Gurke verwandelt. Ja, und Dr. Wong sagt eben, okay. Dann kommen wir mal zur ganzen Familie und lassen Sie mich Folgendes fragen. Was denken Sie, was der Grund ist, dass Ihr Grandpa sich in eine Gurke verwandelt hat? So, mit der Frage wird man dann mehr oder weniger alleine gelassen. Ja, gut, die Frage haben wir uns vielleicht im Laufe der Episode auch schon gestellt. Was ich ganz spannend finde an dieser Szene, sind die unterschiedlichen Ebenen, in denen hier gesprochen wird. Beth erklärt erstmal, warum, also sie entschuldigt sich dafür, dass Rick nicht dabei ist, entschuldigt es direkt damit, dass er ein Wissenschaftler ist, also stellt ihn dann sehr, sehr wichtig dar und prompt kommt Morty daher und ja, sagt, wie es ist. Es ist nun mal so, er hat sich in eine Gurke verwandelt. Nicht nur allein die Tatsache, dass es ein banaler Grund ist, nein, es ist sogar etwas, was absolut unwahrscheinlich ist, dass sich jemand in eine Gurke verwandelt. Das macht das Ganze schon so sehr absurd. Also von ganz oben nach ganz unten ist so Ja, mein Gefühl von dieser Situation. auch wie Dr. Wong das dann auffasst, die hinterfragt das ja gar nicht. So für die ist das so, ja, Ja. hat sich in eine Gurke verwandelt. Ja, Also genau, die nimmt normalerweise, das hin. Ich meine, das ist eine Therapeutin für Leute, die Kacke essen, ne? Also die ne? wird sich schon einiges anhören dürfen. Aber das geht ja dann noch weiter. Beth versucht ja das Gespräch oder den eigentlichen Grund, warum sie da sind, dahin zu leiten, nämlich eben die Kinder. Das Fehlverhalten der Kinder, das ist der Grund, warum sie diese Familientherapie machen müssen. Sie sieht weder sich noch irgendwelche anderen Leute als Grund, eine Therapie zu machen.
Aber Dr. Wong geht direkt auf den Großvater ein, weil es so absurd ist. Er hat sich als eine Gurke verwandelt oder in eine Gurke verwandelt. Mhm. Und schon geht das Gespräch in diese Richtung. Und das mag Beth nicht. Das macht sie mehrmals deutlich im Laufe dieser Therapie. Also ich glaube, Bess sieht den Grund für das Fehlverhalten in der Trennung zwischen ihr und Jerry und denkt halt, sie geht da zu dieser Therapeutin hin und so kriegt dieses normale Gespräch so, ne, kriegt die Kinder wieder gerade gerückt, so nach dem Motto, und will das Gespräch auch gar nicht auf den Grandpa kommen lassen, weil sie auch wahrscheinlich Angst hat, dass er der Grund sein könnte, dass sich die Kinder so komisch verhalten. Ja. Andererseits so in den Augen der Therapeutin, man fragt sich halt so, ja, die Kinder verhalten sich komisch, weil mit der Familie irgendwas nicht normal ist, irgendwas ist anders als bei normalen Familien, und das Erste, was sie hört, ist, dass sich der Grandpa in eine Gurke verwandelt hat, so, ne, das ist ja auf jeden Fall schon mal etwas, was nicht in jeder Familie vorkommt, dann fragt sie, bohrt sie da halt nach, so, ne, und verwandelt er sich oft in eine Gurke und könnte das vielleicht das Problem sein, so, ne, und bohrt dann ein bisschen danach. Bis dahin bin ich auf jeden Fall auch noch mit dabei und verstehe das alles noch so, aber was noch später in den anderen Szenen kommt, so irgendwann verliert es mich dann so ein bisschen. Aber vielleicht könnt ihr mir helfen, im Laufe des Gesprächs das alles so ein bisschen besser zu verstehen. Aber bis hierhin habe ich das noch soweit einigermaßen kapiert. Hast du es gefressen? Ja, das, das wird sich ja alles noch ein bisschen vertiefen, dieses Gespräch. Und da kommen ja noch so einige Sachen, die sehr wichtig sein werden. Also nur allein jetzt auf diesen Moment, damit müssen wir jetzt erstmal gar nichts anfangen können. Das kommt später, kommt da viel, viel mehr noch. Ich würde gerne noch ganz kurz zu der Szene noch sagen, dass diese Frau Dr. Wong im Originalen von Susan Sarandon gesprochen wird. Das war eine Promis, die ich am Anfang angesprochen hatte. Ich habe da mal gegoogelt, Susan Sarandon, klar, den Namen hat man schon mal gehört, aber als ich durch die Filmografie durchgegangen bin, ich habe eigentlich nie wirklich mal einen Film mit der geguckt, aber wenn man das Bild sieht, hat man sie bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Ja, die kennt man ja schon. Das ältere Semester, ne? Ja. Ja. Mir fällt auf Anhieb kein Film mit ihr ein, aber... Ach, ich habe mal so einen mit Julia Roberts gesehen. Ja, da war sie irgendwie die Mutter oder... Ach, ist ja auch scheiße. Die Mutter. Die Mutter ist auf jeden Fall eine bekannte Schauspielerin. Kennt man sofort, wenn man sie sieht, eigentlich schon. Der Film ist Julia, deine Mutter. Julia, deine die Mutter. Wohl mal 1996 einen Oscar gewonnen für Dead Man Walking, sein letzter Gang, aber auch nie gesehen. Ja, doch. Keine Ahnung. Der Name sagt mir was. Oscar für den besten Film aller Zeiten. Obwohl ich mich schon halt gefragt, so, ne, ob die, wenn die gefragt werden, so, ja, wollen sie für die Folge einen Charakter sprechen, ob die dann halt so stillschweigen bewahren müssen, so, ne? Aber wahrscheinlich schon. Ja, ich weiß es nicht. Also bei ihr. Ja, ich weiß nicht. Sie ist ja jetzt vielleicht kein Mensch, der so Social Media mäßig unterwegs ist. Aber wenn es jetzt jemand wäre wie, keine Ahnung, Kanye West oder Will Smith oder sowas, die würden wahrscheinlich hingehen und dann sagen, yo, ich habe heute bei Rick and Morty mitgearbeitet. Weil das gäbe ja nochmal so einen gewissen Push. Und es dann wäre eine gute Werbung. Bad Boys 3 ist sicher, ey. Ja. Bad Boys, gut. Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do when Susan come for you? Sehr schön. Improvisiert, Leute. Aus dem Ärmel geschüttelt. Improvisiert. Improvisiert, genau. War für den Arsch im Prinzip. Ja, jetzt fängt das schon wieder an. Hatten wir das nicht schon mal, solche Wortgags? War richtig kacki, was ich da gemacht habe. Ja. Wollen wir mal weitermachen, bevor wir noch durchfallen? Oh. Oh. Den habe ich nicht kommen sehen. Nee, ne? Der ist richtig schön dünn dahergekommen. Ja. Dünn dahergekommen, ja. Ja, dann geht's weiter in der Kanalisation. Und Rick hat sich da schon irgendwie ein halbes Imperium aufgebaut, hat man so den Eindruck. Denn jetzt sind die Beine von der Kakerlake ihm schon am Rücken geschnallt und er hat... Das erinnert mich irgendwie wie an so ein Musikinstrument, was er da um den Hals hängen hat, wo der dann in verschiedene... Ja, das sieht irgendwie aus wie so ein Horn oder... Wisst ihr, was ich meine? Wo der dann so reinblasen kann in vier verschiedene und dadurch verschiedene Tonarten erzeugt. Wie von so einem Straßenmusiker, der auf dem Rücken eine Trommel, an den Beinen so eine Rassel und dann vor sich hat er noch so eine Mundharmonika geschnallt. Und da macht er dann Gitarre. Immer so... Ja, genau. Ja, genau. Ja, und irgendwie ist das aber das zerfledderte Gehirn von der Kakerlake und die kann er dann
laufen, indem er da halt Fünge so draufdrückt, ne? Ja, das ist auch klasse. Der hat sich die Steuereinheit, sprich das Gehirn, unter das Kinn quasi gesetzt und mit der Zunge das steuern. Und dann hat er diese Ärmchen dann hinter sich, die er dann als sie in dem Moment als Sägewerk benutzt. Dann hat er unten noch Beinchen, mit denen er sich vor und zurück bewegen kann. Ja, er steht auf drei Kakerlaken, denen der Kopf abgeschnitten ist. Und mit Nervensträngen hat er das alles zusammengebunden. Diese Nervenstränge führen dann auch in den Hals der Kakerlaken, womit er die dann quasi lenken kann. Und ja, auf dem Rücken hat er 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ärmchen, die er auch alle kontrollieren kann. Und mit denen er da fleißig am Werkeln ist. Also es sieht so aus, als würde er an so einer Gitterstange sägen, um da rauszukommen. Macht es am Anfang so ganz stark den Eindruck, oder nicht? Ja. Ja. Weil ihm bricht so ein Ärmchen ab und er guckt dann so durch die Gitterstäbe hindurch und man sieht den Ausgang hinten. Und er seufzt dann und macht sich so ein neues Ärmchen dran. Und da denkt man halt irgendwie, er will in die Freiheit irgendwie wieder rauskommen oder so. Und dann wird aber überrascht von so einer Ratte, die durch die Gitterstäbe nach ihm greift und schnappt. Und er ist erstmal erschrocken und meint so, ja, hey, komm, ich weiß, das ist dein Revier, aber je schneller ich hier rauskomme, umso schneller kann ich wieder große Haufen kacken, die du dann in dich reinschaufeln kannst. Und dieses Vieh versucht halt immer noch durch die Gitter zu kommen und Rick krabbelt so ganz langsam nach hinten und meint so, ja, zappel noch ein bisschen weiter, ein bisschen nach rechts. Und dann hackt er so ein Seil durch, was den Rasierer löst, das schneidet ein anderes Seil durch und dann fällt so ein Flaschenboden von oben und hackt der Ratte den Kopf ab. Und er freut sich darüber, nimmt sich den Kopf. In dem Moment kommen seine ganzen Rattenfreunde an und wollen ihn rächen. Und er nimmt sich den Kopf und meint so, ja, das ist das euer Freund, keine Sorge, er ist bei dem gestorben, was er am liebsten macht, eine dumme, verfickte Ratte sein. Richtig und dann geil. Nimmt er den Kopf und dann sieht man eigentlich erst so, dass er da wirklich mega viel Apparaturen gebaut hat. Er hat sich aus dem ganzen Müll so Maschinen gebaut mit Greifarmen, Zahnrädern und Riemen und allem möglichen Kram und Automatismus, der einsetzt, wenn er den Kopf auf so einen Kronkorken draufsetzt. In dem Moment geht quasi alles los. Hinter ihm fahren Greifarme aus und packen sich ihn, nehmen ihm seine ganzen vorherigen Ausrüstungsgegenstände, so nenne ich jetzt mal die ganzen Kakerlakenteile, die er hatte, nehmen ihm ab und basteln ihm Rattenkörperteile an. Also er hat wohl schon vorher Ratten umgebracht und die Arme von denen irgendwie. Also er wird quasi zu einer Rattengurke umgebaut. Eben wird dann auch so mit Rücken, also Wirbelsäule mit. Also er hat wieder alles verbunden mit irgendwelchen Nervensträngen, so dass er die ganzen Informationen an die Gliedmaßen geschickt werden können. Am Ende wird ihm einfach nur noch so ein Stift in den Gurkenkopf gesteckt, der halt mit dem Gehirn der Ratte verbunden ist, die er gerade umgebracht hat. Weil aus dem Kopf wurde dann das Gehirn rausgenommen und das quasi als Prozessor genommen oder so. Und das war wahrscheinlich das letzte Bauteil, was ihm noch fehlte. Und jetzt ist er quasi ein vollständiger Rattengurkenmann, tritt raus. Und während das alles passiert, läuft so eine aufrechterhaltende Musik, so die so die ganze Zeit diese Spannung erhöht. Und in dem Moment, wo er raustritt, hört diese Musik auf. Und er meint so, yeah, jetzt bin ich hier Pickerick. Und obwohl dann erst die Action anfängt, ne? Dann fängt die Action an, also eine Kamerafahrt geht los, wo er die ersten Ratten einfach nur also umhaut, zu Brei schlägt. Besonders in der ersten Kamerafahrt ist die letzte Ratte, die er umbringt, so schön, die packt er irgendwie am Kragen und haut die einfach 3-4 Mal so richtig in den Boden. Also richtig. Er hat dann noch irgendwie so Teile an den Händen, wo Schrauben rauskommen, die er schießen kann, mit denen er verschiedene Ratten überall dran nagelt. Eine nagelt er auch an die Decke. Das ist eine sehr coole Kameraperspektive, wo man die Ratte von oben so ein bisschen hängen sieht, während er unten noch weitere Ratten abschlachtet. Als hätte sie sich da aufgehängt oder so, ne? Ja. So sieht er das, als würde die da baumeln. Irgendwann ist er mit den Schrauben fertig und dann will er auch mal seine anderen Waffen ausprobieren. Dann kommen da noch Rasierklingen raus oder sieht mehr so aus wie aus so von Skalpellspitzen oder so. Ja. Und die kann er dann auch rumschießen und der hackt sich da einfach wild durch die Gegend. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass das so ein bisschen eine Anlehnung an Iron Man sein soll, an den ersten Teil, wo er sich seinen Anzug baut und aus der Höhle rauskommt.
Achso, und ja, was ich auch noch vergessen habe, angeblich soll diese ganze Kanalisation-Rattengeschichte auch eine Anlehnung an Pfeil der Mauswanderer sein, aber das ist zu lange her, dass ich den gesehen habe, ja, dass ich dazu irgendwas sagen könnte. Ja, das habe ich auch gelesen, dass die Schreiber das sogar bestätigt haben, dass das die Anlehnung an diesen Fievel-Film ist. Aber ich habe den auch schon lange nicht mehr gesehen. Wurden da auch mit Schraubenratten gemeuchelt oder wieso? Ja. Fievel, der Mauswanderer, das klingt schon so brutal. Dann könnte ich mich auf jeden Fall an den Film noch erinnern. Also, nee, ich glaube, Fievel, war das nicht ein Disney-Film? Ja. Ich glaube nicht, dass da irgendwas mit Schrauben und Ratten war. Ich glaube, der war sehr seicht. Ehrlich gesagt. Ja, wahrscheinlich eher so das Gegenstück von dem hier. Mhm. Ja, ist so ein bisschen hat mich das erinnert hier an unser Feel-Good-Moment in dem, ach, wie hieß es denn? The Purge-Planet, wo da einfach nur übelst gesäubert wurde. Ja, stimmt, wo sie dann auch die Anzüge hatten, ne? Ja, nur diesmal sind es halt keine Menschen, sondern Ratten. Aber ansonsten ist das ja ein ähnlicher Gewaltausbruch. Ja, das stimmt. Ja, aber ja, irgendwie, das ist viel persönlicher mit so. Diesmal hatte keine Laser und so, sondern der hackt die alle da mit bloßen Rattenhänden zu Stücke, ey. Was, also mich hat diese Anfangsszene, wo er den Kopf da ablegt und dann so von dieser Apparatur aufgenommen und umgecybert wird quasi, das hat mich an die ganz alte Ghostbusters Zeichentrickserie erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Nee. Und zwar nicht die mit den üblichen Peter Wankman, Tralala und wie sie alle hießen und auch nicht mit Slimer, sondern es gab eine Ghostbusters-Gruppierung, die hatten einen großen Affen auch mit dabei. Und die sind immer in so eine Art, wo man quasi den Aufzug runterfährt und dann in so eine Apparatur kommt, wo man auch irgendwie angezogen wird. Und da war auch irgendwie was mit so Knochen und dann letztendlich haben sie in ihrem Auto gesessen und sind dann da irgendwie ausgefahren. Jetzt, wo du Knochen gesagt hast, irgendwas klingelt da, ja. Ja, da gab es mal was. Das ist mir jetzt gerade erst in der Szene aufgefallen. Wenn ich das vorher gemerkt hätte, dann hätte ich vielleicht mal da ein bisschen mehr recherchiert. Aber dieser Gedanke kam mir jetzt gerade eben erst. Mhm. Mich hat es ein bisschen dann auch in der Szene an Iron Man erinnert. Es gibt ja nachher, als der Iron Man-Anzug weiterentwickelt ist, hat der Tony Stark in seinem Stark Tower, da musste er nur lang gehen und der wird ihm so an- und abgebaut. Ja. Und mich hat es so ein bisschen, als der Rick da hochtransportiert wurde und in diesen Gurken-Rick verwandelt wurde, also in den Killer-Gurken-Rick verwandelt wurde, so ein bisschen daran erinnert, an diesen Iron Man, der dann da zusammengebaut wird, einfach so beim Laufen, wo der dann davon zusammengeschraubt wird. Ich glaube, hier gibt es viele Referenzen an Iron Man. Das, was du jetzt gerade sagtest, aber auch so dieser Punkt, dass er sich selber was baut, um wie in Iron Man 1 seinen Entführern oder keine Ahnung, wo er da gefangen genommen wurde, dann zu entkommen. Mhm. So mit diesen Ratten hier ist das ähnlich. Mhm. Obwohl sie jetzt quasi in dem Moment eine Gefahr für ihn waren und ihn nicht da festgehalten haben, ist das aber eigentlich eher vergleichbar. Mhm. Also da gibt es einige Parallelen. Auf jeden Fall leiden die Ratten erstmal, die sind irgendwie am Boden festgenagelt und im Prinzip ist es noch ein Ticken schlimmer als das Blutbad bei Lucus Purging Now. Ich finde das aber auch so, also ich finde es cool gemacht, wie der Cyborg Rick da zusammengeschraubt wird. Der kriegt ja auch so einen Nagel in den Kopf und alles, dass er halt so die Steuerungseinheit hat. Das ist irgendwie cool umgesetzt. Das ist vielleicht mal jetzt der Augenblick, darüber zu diskutieren, wie das überhaupt funktioniert mit dem mit dem Gurken. Jetzt habe ich mich nämlich vorhin auch schon so ein bisschen gefragt, als der da die Kanalisation runtergestürzt ist. Da war er kurz im Wasser und hat die Luft angehalten. Aber er hat doch eigentlich gar keine Lungen. Dann wird ihm das Ding in den Kopf gesteckt, obwohl er doch eigentlich gar kein Gehirn hat. Ich meine, klar, das ist Zeichentrick und so und man sollte da jetzt vielleicht nicht zu viel hinterfragen, aber er sagt später selber, dass er seinen Magen vermisst hat. Also hat er ja jetzt quasi keinen Magen. Es gibt so ein paar Dinge. Scheinbar hat er irgendwelche Nervenstränge in seiner Gurke. Und du hast Nervenstränge in deiner Gurke. Schön gesagt. Und kann seine Körperteile mit seiner Gurke steuern. Auch das hast du schön gesagt. Ja, das ist schwer zu begreifen, wie Rick als Gurke funktioniert und was da wie funktioniert und überhaupt. Und das ist schon tatsächlich schwierig. Wir kommen ja nachher zu einer Szene, wo er verwundet wird.
Das passt ja da auch nochmal in diese Verwirrung mit rein. Mhm. Ja. Also, ja, gut, das ist schwer zu greifen an diesem Punkt. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was man einfach nur hinnehmen muss. Leider, weil es halt einfach total cool ist. Vielleicht kriegen wir noch eine Erklärung dafür. Aber jetzt ist auf jeden Fall erstmal wieder der Augenblick gekommen, das gerade Gesehene sacken zu lassen und die B-Story übernehmen zu lassen. Ja, das ist doch wieder mal so ein richtig schöner Umschwenk, ne? Das ist genau das, was ich gerade meinte. Du hast die absolute pure Action und den Bodycount, der dreistellig ist, hier fast schon gefühlt. Und dann kommst du wieder in diese idyllische Szene, wo sie sich da zusammengesetzt haben und am Unterhalten sind. Ich weiß gar nicht, was ich in Real Life schlimmer finden würde, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich wäre lieber die Gurke, in dieser Veranstaltung zu sitzen. Ja, jetzt kann man auch nachvollziehen, warum der Rick das letztendlich getan hat. Ne? Ja, eben, es lohnt sich. Es ist, hat sich schwieriger gestaltet, als es sich eigentlich vorgenommen hat, aber im Endeffekt, es hat sich gelohnt. Dr. Wong. Ja. In der Familientherapie geht es immer noch um Rick. Dr. Wong wirft Bess vor, dass sie ihren Vater für perfekt hält. Da sagt sie, nein, ich sage nicht, er ist perfekt. Ich sage nur, seine Arbeit ist wichtig. Und da sagt Summer so, ja, und sie hat gesagt, dass Rick gesagt hat, er kann nicht mitkommen, sei wichtig auch für diese Therapie. Das ist irgendwie ein Spruch, den ich nicht ganz kapiere. Jedenfalls unterbricht Bess sie dann direkt und sagt so, nein, das habe ich nicht gesagt. Und daran sagt Frau Dr. Wong, okay, dann lassen wir uns ein Experiment machen. Jeder hebt jetzt die Hand, der sich sicher ist, was in der Spritze drin ist. Und keiner bewegt sich, alle sitzen noch so da. Dann fragt Dr. Wong, okay, und jetzt heben alle die Hand, die sich sicher sind, dass in der Spritze kein Anti-Gurken-Serum ist. Und da zuckt Bess Hans so ein bisschen hoch. Aber als sie merkt, die anderen machen nichts, nimmt sie schnell wieder runter. Ja. Dann sagt die Dr. Wong so, ihre Hand hat da gerade so sich so ein bisschen bewegt. Wollten sie irgendwas sagen? So? Und er meint so, nein, merken sie das nicht? So, alles dreht sich hier nur um Rick. So. Und ich bin eigentlich hergekommen wegen Summer, die Klebstoff schnüffelt, sage ich jetzt einfach mal wieder, und Morty, der in die Hose pinkelt. Aber sie reden die ganze Zeit immer nur wie besessen von diesem komischen Gurken-Ding. Und dann sagt die Dr. Wong, ja, ich glaube, dieser Gurkenvorfall ist ein super Einstieg in die Probleme ihrer Familie. Und sie haben mit ihrem Vater eine ganz spezielle Dynamik, wo Emotionen und Verletzlichkeit keine Rolle spielen dürfen. Und das wirkt sich auf die ganze Familie aus. Und das könnte eventuell halt das Problem sein. Mhm. Und das hätte eventuell auch das Problem an der Scheidung oder der Grund für die Scheidung sein können. Und als sie der Bess das alles so an den Kopf wirft, sagt sie einfach nur, lecken Sie mich. Ja, und die Kinder so, ey, Mom, und ihr, also ihr könnt mich auch lecken. Ich glaube, die sagt sogar, fick dich. Ich glaube, die sagt sowas ganz hart. Tut sie tatsächlich. Zu den Kindern sagt sie es nicht. Im Englischen sagt sie sowohl zur Therapeutin als auch zu den Kindern, F.U., aber im Deutschen sagt sie nur, fick dich zur Therapeutin, aber nicht zu den Kindern. Und das ist schon krass, weil sie mit ihren Argumenten am Ende ist. Mhm. Aber das hier ist tatsächlich die Szene, um die es letztendlich geht, zumindest im Bereich der Therapie. Denn Frau Dr. Wong hat es ganz schön auf den Punkt gebracht. Du hast es gerade eben gesagt, sie hat festgestellt, dass die Beziehung eine Dynamik hat, in der Gefühle und Verletzlichkeit unerwünscht sind. Also Beth will sich gar nicht großartig Gedanken machen, was mit ihrem Vater ist, und will auch keine wirklichen Veränderungen in dieser Sache. Und sie bringt es auf den Punkt, dass diese Dynamik in der Beziehung zu Rick die Ehe hat scheitern lassen und dafür gesorgt, dass die Kinder emotional überreagieren. Mhm. Und das ist etwas, was Beth nicht hören will, aber sie kann es in dem Moment auch nicht widerlegen. Und deswegen ist dann die Reaktion mit der Beschimpfung. Es ist so ein bisschen Hilflosigkeit auch, die sie da einfach zum Ausdruck bringt durch ihre Reaktion, ne? Ja, weil sie jetzt merkt, dass sie das Problem ist und nicht die Kinder. Mhm. Also sie hat ja gerade auch immer wieder gesagt, es sind die Kinder, die das Problem sind oder die der Grund dafür sind, dass sie hier zur Therapie gehen, weil der eine auf den Tisch pinkelt, die andere am Lack rumschnüffelt. Aber letztendlich ist die Beziehung zwischen Beth und Rick das Problem, was in der Familie vorherrscht und was letztendlich auch der Grund für die Trennung ist. Also so sagt sie es ja klar und deutlich. Mhm. Sie sagte nicht könnte, sondern es ist der Grund.
Oder es ist das Problem. Also seid ihr der Meinung, sie hat das Problem erkannt und richtig auf den Tisch gelegt? Weil, wie gesagt, ich habe meine Probleme mit der B-Story. Ich weiß jetzt nicht, ob die Szene uns wirklich irgendwas gegeben hat, was wir vorher noch nicht wussten oder was weiß ich. Irgendwas bestätigt hat, was wir schon wussten oder so. Also die Meiner Meinung nach kabbeln sich die beiden Weiber da einfach nur irgendwie. Weißt du, und giften sich an. So, das geht bei mir links rein da raus, also rechts rein da raus. Ich hab den Eindruck, dass die Therapeutin, die ist, also die nämlich so als komplett neutrale Person war, die will sich nicht kabbeln, so mit der Beth, sondern die hält quasi der Familie mal krass den Spiegel vor, sogar so krass, dass nicht mehr Rick wirklich entgegnen kann. Später, das werden wir dann ja noch sehen. Sie bringt genau das, was in der Familie läuft, auf den Punkt. Und was will man groß entgegnen, wenn jemand das genau ausspricht, was man die ganze Zeit schon so unterbewusst wahrgenommen hat im gegenseitigen Umgang miteinander. Und das sieht man eben an Beths Reaktion, dass sie jetzt sagt, ne, ficken sie sich und eben die Kinder dann auch entsprechend in die Schranken weist. So Reaktionen haben wir ja jetzt, kommt ja nochmal vor in dieser Episode. Das heißt, das ist so die Hilflosigkeit, weil sie nicht mehr weiß, was sie sagen soll. Die Therapeutin trifft es in der Analyse der Familie echt gut. Ja, okay. Weil sie eben den neutralen Blick da drauf hat, ne? Und man merkt auch, dass Beth das auch gar nicht wahrhaben will oder auch nicht wollte. Und das, was du gerade meintest, Björn, was uns die Szene hier gibt, ich denke schon, dass sie uns halt bestätigt, dass das tatsächliche Problem wirklich die Beziehung zwischen Beth und Rick ist und dass alle anderen darunter leiden. Gut, jetzt ist natürlich Jerry jemand, der sehr sonderbar ist und der auch genug eigene Argumente bringt, um verlassen zu werden. Aber nichtsdestotrotz ist das hier ein Problem, was die Therapeutin darstellen kann, ohne jemals den Rick persönlich getroffen zu haben und auch Jerry nicht getroffen zu haben, kann sie halt an diesem Punkt schon diagnostizieren, dass das der Grund für die gescheiterte Ehe ist. Ja. Das ist natürlich etwas, was man vielleicht ein bisschen hinterfragen könnte, weil sie eben die beiden nicht kennt. Aber andererseits kann sie anscheinend Beth in dieser Situation so gut einschätzen, dass sie diese Diagnose stellen kann. Okay, gut. Aber da müsste ja eigentlich Rick die Therapeutin als Gefahr ansehen, oder? Wenn sie wirklich das erkennt und die Tochter sagt, dass der Vater an allem schuld ist, dann müsste er ja eigentlich nicht nur sich von der Therapie fernhalten, sondern die ganze Familie. Aber egal. Ja. Er akzeptiert sie ja einfach nicht, ne? Er sagt ja später noch seine Meinung zum Thema Therapie und Therapeuten auch. Sagt er nachher dazu seine Meinung. Und dann können wir da ja vielleicht noch mal ein bisschen drauf schauen, wie da so seine Denkweise ist und und wie Bess darauf reagiert, ne? Ja. Egal, wollen wir nicht verraten. Genau. Aber das ist schon mal eine interessante Szene. Und das Problem hier ist, wie gesagt, wir kommen aus dieser absoluten motherfucking Action in diese Szene hier rein und dann sollst du so diese schwere Kost jetzt einmal gerade verstehen, ne? Ja. Es ist schon ein bisschen tricky. Man muss sich die Szene vielleicht 2-3 Mal angucken und vor allem anhören, um das Ganze mal so ein bisschen in den Kontext zu bringen. Und dann auch den Vergleich zu ziehen zwischen den einzelnen Szenen. Das ist ja nochmal das Kuriose an sich, also ne, mit der Action und dann hier diese Ernsthaftigkeit, das muss man sich dann an dem Punkt auch so ein bisschen klar werden. Das ist diesmal ein starker Kontrast, ne? Das finde ich. Ja, schon. Schon. Obwohl, ich greife da vielleicht jetzt ein bisschen vorweg, obwohl die B-Story hier nicht so präsent ist, hat sie trotzdem eine ziemliche Tiefe und gibt einem eine ganze Menge. Das ist so zumindest dem einen mehr, dem anderen weniger. Ja, gut. Ne? Aber ist ja auch nicht weiter tragisch. Okay, gut. Dann kommen wir wieder zur A-Story. In der Kanalisation lebt nur noch eine Ratte, der Rattenboss sozusagen. Größer und stärker als alle anderen. Und ja, Rick steckt ihn in die Tasche, vermöbelt ihn und nagelt ihn wieder mit Schrauben an die Wand. Und sagt dabei so, ja, dir ist vielleicht aufgefallen, dass ich dir keinen besonderen Namen gegeben habe, wie Scar oder Goliath oder so. Das liegt daran, dass du für mich nichts Besonderes bist. Du bist vielleicht was Besonderes für deine Rattenkollegen, aber die sind eh alle tot. Also
niemand mehr da, den du beeindrucken könntest. So. Und dann schlitzt er hier noch auf und dreht sich um und sagt so, ach, manchmal liebe ich mich selber. Und dann verlässt er das ganze Rattenschlachtfeld, indem er sich Jetpacks auf dem Rücken ausfährt und so einen komischen Helm über den Kopf stülpt, den er aus einem Rattenkopf quasi gebastelt hat. So ein Sack, ja. Ja, genau. Und das ist auch wieder dieses kleine Detail, das macht er halt auch wieder, weil er unter Wasser nicht atmen kann, weil er jetzt abdüst. Wahrscheinlich könnte man jetzt auch wieder sagen, dass das eine Anlehnung an Iron Man ist, wie er abfliegt. Ja. Kerzen gerade nach oben in so ein Rohr rein und ist dann irgendwann in einem Rohr, das Wasser führt, und taucht dann da durch und kommt aus einer Toilette rausgesprungen. Wieder mit den Worten, yeah, ich bin Pickerick. Ja, das macht aber ja Sinn, ne? Ja, dass er es da nochmal sagt. Meinst du? Nee, dass er aus der Toilette kommt. Also das finde ich ganz schön. So dieses Kanalisationsding und ich komme dann aus dem Klo raus, ist ganz gut gemacht. Ja, was ich nicht verstanden habe, ist, der düst in der Toilettenleitung einfach nur nach oben und auf einmal ist da Wasser. Ja, das ist auch etwas, was ich nicht verstehe. Weil eigentlich müsste das dann ja runterfließen. Ne? Da oben ist ja kein Vakuum oder Unterdruck oder so, was es oben halten könnte. Da oben ist ja einfach nur eine Schüssel. So, deswegen, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, er hätte vielleicht noch ein paar Kurven fliegen müssen, ne? Ja, das wäre nicht schlecht gewesen. Hoch, runter und so. Ja. Gut, er kommt jedenfalls aus der Toilette raus. Aber wir haben hier, Entschuldigung, auch wieder eine musikalische Untermalung, ne? In dem Moment, wo er da hochfliegt. Das ist wieder so diese so eine Drama-Musik, wie wir es gerade auch hatten, als er da gecybert wurde. Und hier so, wo er dann da hochfliegt, das ist nochmal eine ähnlich starke Musik. Ja, und dann kommt er aus der Toilettentür raus und sieht, dass er scheinbar in irgendeiner Art öffentlichen Gebäude, also zumindest ein größeres Gebäude ist, mit einem großen Flur. Und dann huscht er so von Tür zu Tür, was halt sehr witzig aussieht, weil er eine Gurke ist in einem Gestell aus Ratten, Gliedmaßen. Und dann will er zu einem Aufzug rennen, kommt aber nicht an die Knöpfe ran, weil er zu klein ist. Und dann schiebt er einen Mülleimer und eine Blumenvase nebeneinander und macht Parcours, um an den Knopf ranzukommen. Ich finde das schön, wie er da hochspringen würde. Heya, Hossa! Heya, Hossa, genau. dabei musste ich mir echt den Kai so vor Mikro vorstellen. Wie er das so, heya, Hossa, hey! Da musste er ja auch irgendwie alles irgendwie alles einsprechen, ne? Das ist, ja, genau. Musste immer den Synchronsprecher. Genau wie am Anfang, wo er da auf der Werkbank lag und dann dieses da gemacht hat. Was ich hier in dem Moment nur nicht verstehe, ist, wie schafft er es, die Türen aufzumachen, aber jetzt nicht diesen Aufzugknopf zu bedienen? Ja, die Toilettentür könnte ja so eine Schwenktür sein, einfach. Ja, aber die anderen haben tatsächlich so einen Türgriff, ja, die er da öffnet. Ja, aber diese Türproblematik, also, die habe ich auch gesehen. In der Regel, also später haben wir eine Szene, da steht er einfach da, fernab des Türgriffes, also viel tiefer, und hat nur eine ausgestreckte Hand nach vorne, als ob er die Tür so aufschubst. Also da ist offensichtlich dann jede Tür für ihn schon offen, was halt auch, naja. Okay. Ich glaube, in dieser Episode muss man viel akzeptieren einfach so. Das ist finde ich jetzt auch nicht so dölle, aber naja, sonst. Ja, ich stelle es gerade auch fest. Ja, ist wirklich so, ne, wenn man nochmal drüber redet, ne, das ist jetzt, ja. Aber ist gar nicht so verkehrt. Ja, natürlich. Gut, dass man mal drüber redet. Sollten wir auf jeden Fall mal machen. Sollten wir auf jeden Fall wiederholen. Ja. Wir sollten das vor allem mal aufnehmen. Ja. Oh, hast du nicht auf den Knopf gedrückt? War dumm. Gut. Alles klar, in der Zwischenzeit ist dann auch der Aufzug gekommen. Türen öffnen sich und drin stehen vier in schwarz gekleidete Herren, die erschrocken gucken und alle haben noch so einen Stöpsel im Ohr und Sonnenbrille an und so. Und Rick sagt, ja, ganz cool, ich suche hier nur den nächsten Ausgang. Alle ziehen Knarre, sagen irgendwas auf Russisch und schießen auf den. Und er rennt weg und fragt sich einfach nur, aus was für einem Klo bin ich denn da gehüpft? Ja, ich glaube, der ist eher nicht der Einzige, der sich das fragt. Ne? Das ist halt, der hüpft aus dem Klo und direkt erscheinen da so drei Men in Black, sag ich mal, und wollen ihn alle machen. Ohne zu fragen, wer ist er, was will er da? Anscheinend dermaßen Hochsicherheitstrakt, dass da. Ja, man sieht es ja dann auch direkt. Genau. Im nächsten Frame ist das ja, das sieht man das Gebäude von außen und es ist. Das Gebäude sieht normal aus, aber drumherum siehst du eine riesen Mauer mit so Wachtürmen und einer Straßensperre davor und einem Tor und Wachen überall. Also, ich weiß nicht, ich würde jetzt erstmal irgendwie sagen, wie eine Botschaft oder so. Obwohl selbst Botschaften sind nicht so gesichert.
Ja, nicht ja, überall, also nicht überall. Bei, also man muss ja berücksichtigen, das scheinen ja hier Russen zu sein, wo er gelandet ist. Ja. Und er ist ja immer noch in Amerika. Und die sind alle schwer bewaffnet. Und ja, das ist tatsächlich wie eine Art Gefängnis oder Hochsicherheitstrakt hier aufgebaut. Ich habe auch zuerst gedacht, dass es vielleicht eine Art Botschaft ist, wie ihr gerade sagtest. Aber ja, es ist tatsächlich ein bisschen zu stark bewacht. Ja. Also es ist schwer zu greifen in dem Moment. Ja. Und in der Botschaft würde man ja auch kein, ja, keine Jaguar vermuten. Ja, oder so ein Jaguar aufbewahren, oder? Ja, ja, das kommt dann eben gleich zu dem Bereich Festung, ja. Also ich habe im Internet überall gelesen, dass es irgendwie eine Agency ist. Okay. Dass das alles Agency-Mitarbeiter und der Boss ist, aber keine Ahnung, was für eine. Okay. Naja. Aber dass da hohe Sicherheitsstandards gelten, das sieht man dann auch im nächsten Bild, wo man den Kontrollraum sieht mit einer Million Bildschirmen, mit den dazugehörigen Kameras. Und der Boss kommt rein und fragt, was denn los ist. Und einer der Mitarbeiter sagt, eine Gurke, eine Ratte, irgendwie beides. Er sagt, es ist ein Wissenschaftler, also von sich selber sagt er, es ist ein Wissenschaftler. Ja, und wo ist es sich gerade? Wo ist es gerade? Es bewegt sich durch Lüftungsschächte und Rohrpostleitungen durchs ganze Gebäude und sagt, es will eigentlich nur abhauen. Sammelt dabei aber Büroartikel ein, wahrscheinlich um eine Waffe zu bauen. Und in dem Moment ruft er, dann sagen sie auch noch, außerdem hat er eine Flasche aus dem normalen Müll in den Recycling-Müll geworfen. Ja, das ist so also, geil. Was immer auch er vorhat, er will uns vorführen. Ja das ist das denn hier schon ein Statement? Inwiefern? Wozu? Ja, so nach dem Motto, ihr seid zu blöd, euren Müll zu trennen. Also ich mach euch fertig. Also ich traue dem Rick zu, dass der damit tatsächlich, also normalerweise würde ich sagen, ja, das ist Quatsch, da steckt nichts hinter. Aber ich traue es dem Rick zu, dass er damit wirklich eine Botschaft senden wollte. Ja, ne? So irgendwie macht das den Eindruck. So richtig, so ihr Lutscher, ich zeige euch jetzt hier mal, ne? Warum sollte der das tun? Ne? Warum sollte der das sonst tun, als den wirklich, die wirklich vorzuführen? Also, ja. Ja, es sollte ihm so wirklich sonst egal sein. Ja, ja, aber denen ist zumindest relativ schnell klar, dass Ricks Intention ist, sie zu beschämen. Und das schafft er in dem Moment auch ganz gut. Was ich ganz nett fand, der eine Typ sagt zu seinem Boss, ja, er sammelt Büroartikel, um sich vermutlich Waffen zu bauen. Da muss ich direkt an MacGyver denken. Ja. Als er das gesagt hat. Ja, das, was der Rick da macht, ist ja so ein bisschen MacGyver-mäßig, hast recht. Der baut sich ja aus dem übelsten Schrott auf einmal krasse Laserkanonen. Das ist ja, wie soll ich sagen, schon ein bisschen übertrieben klingt so negativ, aber er vollbringt halt eine übertrieben gute Leistung damit. Ne, was er da zusammenschaut, ja. Er steigert sich ja noch im Laufe der nächsten Minuten. Ja. Und er hat auch schon zwei Wachleute umgebracht zu dem Zeitpunkt. Das wird dann noch kurz erwähnt, das sind nicht mehr 34 Wachleute, sondern nur noch 32. Und dann ruft Rick auch schon an im Kontrollraum und dann sagen sie, okay, er ist am Telefon, ja, dann verfolgt das Gespräch zurück und schreibt euch auf, wo er ist. Und dann gehen sie ran und dann sagt er so irgendwie, ich weiß nicht, das ist so cool, wie Rick sich am Telefon meldet, so, ja, hallo, Röpser, würdet ihr mich bitte rauslassen? Ja, eigentlich total nett, ne? Also... Ja, er fragt ja noch, ne? Aber der Gag, der jetzt gleich auch kommt, ne? Ja, sie haben zwei Leute von uns getötet, wie ist das denn passiert, ne? Ja, da sind sie selbst dran schuld. Ja, wie konnte das denn passieren? Ja, sie haben mich nicht rausgelassen. da weißt du direkt, wenn du jetzt sagst, so, ich lass dich nicht raus, weißt direkt, was dir blüht eigentlich. Er steht mit offenen Karten. Ja, wenn man sich die beiden mal anguckt, was mit ihm geschehen ist. Mhm. Also der eine ist mit, ich weiß nicht wie viele, halbes Dutzend Bleistifte an die Wand genagelt. Ja. Und dem anderen, ja, dem wächst quasi der Golfschläger aus dem Rücken, wo auch immer der herkommt. Ja, und als Rick dann sagt so, ja, ihr Fehler war es, mich nicht rauszulassen, entfleucht dem einen Wachmann dann der Name Solenia. Solenia. Genau. Habt ihr geguckt, was das heißt? Ja. Okay. Ja. Ja, alle ja, drei. Ja, dann weil ich habe unterschiedliche Angaben erstmal im Internet gefunden und wollte dann rausfinden, was es wirklich heißt. Dann stimmen wir ab. Ich habe mehrere. Mehrere Möglichkeiten. Mehrere Möglichkeiten, wie es geschrieben und wie es ausgesprochen wird, sagen wir mal so. Aber was jetzt genau, also Solenia an sich heißt, glaube ich, gesalzene Gurke, oder nicht? Ja, ich meine, man kann... Also man
die russische Bezeichnung Solenja bezeichnet nicht nur eingelegte Gurken, sondern allgemein eingelegtes Gemüse. Also sowieso saure Gurken, die sind ja auch in so ein Essigzeugs eingelegt. So gibt es dann halt auch noch, was weiß ich, Paprikaschoten, die du einlegen kannst oder was weiß ich. Und dieses eingelegte Gemüse, das ist Solenja. Also nicht nur diese Gewürzgurke, sondern allgemein so dieses eingelegte saure Gemüse. Ja, also ich habe mir auch mal da ein bisschen recherchiert. Wenn man den Begriff von Google übersetzen lässt, dann kommt Salz dabei raus. Ich weiß jetzt nicht, ob. Und es, ich habe mir das auch, deswegen habe ich das gerade gesagt, von Google vorlesen lassen. Und er sagte die Stimme Salenja. Ich weiß jetzt nicht, wie es letztendlich ausgesprochen wird. Ich kann leider kein Russisch, aber ich glaube, das geht so in ungefähr die Richtung Salz, gesalzenes Essen. Was hatte ich denn noch irgendwie gehabt? Es gibt auch eine Suppe, die wohl irgendwie so heißt. Solyanka so geschrieben. Ist das. Ja. Solyanka, genau, die kenne ich auch. Ich habe mal in den Chat geschrieben, wie das in den Untertiteln geschrieben wurde. Dieses Solenja. Das war ja. Die Schreibweise, wie es in den Untertiteln zu finden war. Ah, hier habe ich es. In der Quelle, wo ich es gelesen habe, stand gesalzenes Essen. Also das ist wahrscheinlich so eine Art Überbegriff für dieses Wort. Versteht ihr denn die Referenz, die dahinter steckt? Ja, ich habe gelesen, dass das an Baba Yaga angelehnt sein soll, wobei dass er aus dem Hintergrund kommt, weil John Wick in den Film Baba Yaga genannt wird und genau. Rick hier abgeht wie John Wick. Aber genau so ist es, ja. Baba Yaga findet auch noch mal Erwähnung in dem jüngsten Ant-Man-Film, Jens, wenn du dich dran erinnerst. Da ist einer der Mitarbeiter von dem, von dieser Sicherheitsfirma von dem Ant-Man. Die haben doch da als Bösewicht auch diese Geisterfrau und da sagt der eine immer Baba Yaga, eine Hexe, ja, stimmt, die aus dem Wald kommt. Ja, stimmt, wo die im Büro waren, so. Ne? Ja, genau. Ja, ich musste irgendwie, als ich immer Baba Yaga gelesen hatte, eher daran denken. Und ich hatte schon wieder ganz vergessen, dass John Wick in dem ersten Teil wohl so genannt wurde, von diesem russischen Mafia-Boss. Ja, ja, ich habe John Wick nicht gesehen, ich habe das auch nur gelesen gehabt und es gibt auf YouTube gibt es irgendwie einen 10-minütigen Ausschnitt von John Wick, wo das erklärt wird, warum er so genannt wird oder dass er so genannt wird und was da eigentlich dahinter steckt. Das hatte ich mir in der Vorbereitung angeguckt gehabt, weil ich damit eben auch nichts anfangen konnte. Aber ja, es gibt wohl diesen Mythos, der kommt wohl aus dem Slawischen, über Baba Yaga, das ist dann auch irgendwie so eine Art Hexe oder sowas, verglichen mit so unseren Mythen. Und das ist aber hier im ganz Speziellen tatsächlich eben auf John Wick und seine, ja, wie er dann da abgeht, ist das referiert. Okay. Ich hatte dann auch mal geguckt, weil die reden dann ja auch von dem Mythos des Gurkenmannes. Das ist Quatsch, das ist Rick and Morty ausgedacht, den Mythos des Gurkenmannes. Da gab es jetzt auf Grundlage dieser Folge wirklich ein Interview, was ich gelesen habe, mit einem Russen auf einer Webseite, der befragt wurde, ob es denn wirklich diesen Mythos des Gurkenmannes gibt. Und er hat gesagt, ja, keine Ahnung, gibt zu allem irgendwie einen Mythos, aber das ist jetzt nicht irgendwie so russisches Kulturgut, was dann von Generation zu Generation weiter, so wie bei, was weiß ich, Räuber-Hotzenplotz bei uns oder so, ne? Den Mythos des Gurkenmannes, der ist in Russland nicht bekannt. Ja, okay. Ich musste als Kind in der Schule den Gurkenkönig lesen. Was? Den Gurkenkönig? Ja, Gurkenkönig. Aber ich weiß schon wieder vergessen, worum es da geht. Der irgendwie eine Gurke im Keller von der Familie gelebt. In der Schule. Tja, sollte man sich vielleicht die Geschichte nochmal irgendwie angucken. Du hast mir nie erzählt, dass du in der Schule warst. Was? Markus, ganz überrascht. Wie Schule. Wie hast du mir erzählt, Alter? Lan, ich dachte, du erzählst mir das. Du bist ja der richtige Babbo hier. Leute, wir sind gerade mal bei der Hälfte der Folge. Solenja. Solenja. Nicht, dass wir es hier vergurken. Ich mache jetzt mal einen Aufruf. Falls einer unserer Hörerinnen oder Hörer der russischen Sprache mächtig ist und uns entweder das Ganze erklären kann oder vielleicht sagen kann, ob wir totalen Mumpitz jetzt gerade geredet haben über den Begriff und seine
oder das Wort und seine Bedeutung, dann meldet euch doch bitte bei uns. Schreibt uns oder schreibt es irgendwie in die Kommentare über Twitter oder sonst irgendwie. Dann sind wir da vielleicht auch ein bisschen schlauer. Genau, an unsere neue E-Mail-Adresse interessiertmichnicht@kastriert.de. Boah, das ist doch mal schön, ne? Das wäre eine geile Support-Adresse, oder? Ihr habt Unsinn gelabert @kastriert.de. Genau. Nein, natürlich über die bisherigen Kanäle, Twitter oder alles, was ihr auf unserer Webseite findet. Freuen wir uns natürlich immer drüber. Oder vielleicht könnt ihr es auch einfach nur bestätigen, dass es tatsächlich richtig war, was wir gesagt haben. Solenia. Das würde mich interessieren. Solenia. Schön. Ja, wollen wir mal weitermachen? Ja. Also, der Mitarbeiter sagt Solenia und der Boss sagt so, halt die Klappe. Und Rick fragt dann so, ja, rufe ich gerade zu einem unpassenden Augenblick an? Und dann erklärt der Boss die Geschichte. So, einige meiner Männer halten sie für Solenia, einen Gurkenmann, den man kleinen Kindern als Märchen erzählt. Er soll aus den Tellern von, aus den Suppentellern von reichen Kindern emporsteigen und ihnen ihre Träume klauen. Und während er das erklärt, sieht man schon, wie so ein Einsatztrupp sich dem Büro nähert, aus dem der Anruf kommt, schwer bewaffnet. Und als der Boss mit der Geschichte fertig ist, gibt er halt so ein Zeichen an seine Leute, dass sie zuschlagen sollen. Sie treten die Tür auf. Da wird schon dem ersten Typen der Schädel aufgespießt von so einer Statue. Zwei Leute fallen in eine Fallgrube voll mit Bleistiften und der Rest schießt auf die Gurke auf dem Schreibtisch hinter dem Laptop. Und da sieht man schon sehr schön, dass sie erstmal ein halbes Magazin verballern müssen, bevor sie überhaupt erstmal die Gurke treffen. Aber dann stellt sich raus, es ist gar nicht Rick, weil er antwortet weiterhin über das Telefon und sagt so, ja, mir sind die Kinder aber egal, ich bin nicht hier, um deren Träume zu klauen, ich hole mir ihre Eltern so. Und dann drückt er, hat man gesehen, dass er eigentlich in einem ganz anderen Büro ist und den Anruf weitergeleitet hat, drückt er auf den Knopf und das Büro fliegt in die Luft, wo die anderen mit den Waffen drin sind. Sende-Explosion und Empfange-Explosion steht da immer noch auf dem Bildschirm. Ja, das steht da wirklich auf dem Bildschirm. Ja. Sending Explosion, ja. Und die Leute werden aus dem Büro rausgeschleudert. Er kommt aus dem Lüftungsschacht rausgesprungen mit dem Laser in der Hand und lasert alle drei Köpfe oder ein Loch in alle drei Köpfe. Habt ihr den Anspielung? Und das soll angeblich auch. Genau. Du willst ja, darauf. An den ersten Deadpool-Film, wo er das auch macht. Ja, er hat am Anfang ein bisschen doof mit seinen Kugeln rumgefeuert, Deadpool, und muss dann mit einer Kugel drei Leute erledigen und hat schießt quasi durch drei Köpfe hintereinander. Ähnlich wie da, nur dass hier ein deutlich größeres Loch zurückbleibt. Genau. Die drei fallen um. Hinter ihm kommen weitere drei. Er wechselt noch schnell die Batterie, schwenkt mit seinem Laser um und lasert allen die Füße ab. Die fallen um. Einer von denen lässt dann noch einen Schrei ab. Wie hieß er? Ein Harvey Scream? Sowas Howie Scream. Howie Scream. Ein Howie Scream. Das ist sowas ähnliches wie der Wilhelm Scream, den haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, weil der irgendwann mal, glaube ich, auch in einer Folge vorkam. Im Piloten. Im Piloten sogar, okay. Ja, und als, der kam in der ersten Folge, ja. Und als ich damals, also nicht zum Piloten, sondern als ich vorher von diesem Wilhelm Scream gehört habe, habe ich immer zuerst gedacht, dass dieser Schrei gemeint ist, weil mir der wirklich auch schon öfter mal aufgefallen ist, in Filmen oder Serien oder sonst wo. Weil das so ein richtig herzhafter Irrenschrei ist, so, weißt du? Dieser Wilhelm Scream, das ist nur so ein so, aber das ist halt hier dieser Howie Scream. Ja, der ist, also wenn man den hört, der bleibt irgendwie in Erinnerung, finde ich. Ja, dem ist man auch tatsächlich schon häufiger begegnet. Ich habe den das erste Mal gehört im Spiel StarCraft. Wenn du bei den Menschen auf eine bestimmte Basis geklickt hast, dann ist immer dieser Schrei gekommen. Ah, okay. Was ist denn das für eine Basis? Ich weiß nicht mehr, welche das war, aber da werden die Berserker ausgebildet. Das Militär war oder die Forschungsstation für irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Aber daher kannte ich den. Und ich habe, genau wie du das gerade auch gesagt hast, damals bei dem Wilhelm Scream gedacht, dass das der gleiche ist. Aber es gibt tatsächlich diese beiden unterschiedlichen. Der Film heißt deswegen so, weil ein Charakter in dem Film The Ninth Conclusion oder Confusion, ich weiß jetzt leider nicht genau, ein Charakter namens Howie diesen Schrei in einer Action-Szene gemacht hat, als er mit einem Messer auf einen anderen zugelaufen ist. Und dann hat er diesen Schrei ausgeübt. Die sind danach beide irgendwie aus dem Fenster oder durchs Fenster geflogen oder sowas. Aber das ist der Ursprung dieses Schreis.
Und der gehört eben in so einen gewissen Pool an Soundeffekten, der für gewisse oder für viele Filme benutzt wird. Und auch Videospiele. Ich glaube, bei Battlefield 5 oder Battlefield 1 oder so, in irgendeinem Teil, kommt dieser Schrei auch, wenn du jemanden irgendwie vom Pferd schießt oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber da haben sie es auch mit verwurstelt. Ah. Ja gut, die Leute im Kontrollraum fragen sich, was sollen wir machen? Der Boss sagt, es ist doch nur eine Gurke. Nein, es ist ein Monster. Ja, aber da ist er nicht der Einzige. Und daraufhin geht er zu so einem Kontrollraum, den öffnet er mit einer Keycard, auf der auf Russisch draufsteht Schlüssel. Also für die ganzen Mitarbeiter schon mal direkt erklärbar, was diese Karte macht. Und dann öffnet er dieses Gefängnis oder diese Kammer. Und da drin sitzt ein Typ drin, der gefesselt ist. Und man kann sein Gesicht nicht sehen, weil er da seinen Kopf hängen lässt. Und der Boss sagt so, ja, du kannst jetzt hier in dem Raum sterben und niemand wird sich an dich erinnern. Oder du tötest eine Gurke und bist ein freier Mann. Wahrscheinlich ein Satz, den vorher so auch noch nie jemand gesagt hat. Ja, und der Typ auf dem Stuhl hebt seinen Kopf und sagt so, ja, es gibt keine Freiheit, solange der Herrscher des Landes am Leben ist, wird unser Land immer ein Gefängnis bleiben. Und dann sagt der Boss so, ja, Katharina ist dann aber auch eine Gefangene. Ich kann dafür sorgen, dass sie freikommt. Sie lebt. Man hat keine Ahnung, wovon die beiden da gerade sprechen, aber das finde ich eigentlich ganz cool, dass man da so ein bisschen reingeworfen wird. Und als er ihm halt das Angebot macht, dass er Katharina da irgendwoher auch immer rausholen könnte, sagt er, wo ist diese Gurke? Und dieser Typ ist halt Jaguar und der wird gesprochen von Danny Trejo. Ah, geil. Okay. Ja, also im Original. Machete. Und das ist schon echt cool, wie der das macht. Das ist ja cool. Das ist mir im Englischen gar nicht aufgefallen, habe ich gar nicht gelesen. Ja, aber so ein bisschen Ähnlichkeit. Ich sage, sind beides ziemlich abgefuckte Typen, ne? Also, ja, genau. Da passt schon. Ja, wobei, jetzt bin ich aber gerade überlegen. Danny Trejo ist ja Mexikaner. Und das hier sind ja wohl irgendwie Russen. Ja, es. Vielleicht kam es einfach nur darauf an, ob man schlecht Englisch sprechen kann. Du bist heute noch rassistisch drauf, ey. Wieso das denn? Ich kann auch schlecht Lass das nicht Danny Trejo hören, du, sonst gibt's morgen Machete. Dann wird deine Gurke Opfer seiner Machete. Wir müssen mal gucken, wann der dritte Teil rauskommt. Machete Kills Again in Space. Mann. Ich habe den zweiten schon nicht mehr gesehen. Der zweite gegen Sharknado. Oh, ja, habe ich doch schon alle gesehen. Ja, ich muss mir das nochmal angucken, auch mit Originalton. Vielleicht fällt es dann auf, aber das ist ein schönes Detail. Das wusste ich auch noch nicht. Jo. Ja. Aber die Szene zu Ende. Wieder ein bisschen Zeit, das sacken zu lassen. Wir sind wieder zurück im Therapieraum und die Therapeutin fragt die Familie, was derer Ansicht nach in der Spritze drin sein könnte, die Bess mitgenommen hat. Bess sagt dann erst so, ja, wir bezahlen ihnen $200, damit sie uns das sagen. Und die Kinder antworten dann so ziemlich gleichzeitig, dass da Anti-Gurken-Serum wahrscheinlich drin ist. Und dann wendet sich die Therapeutin der Bess und sagt so, ja, ihre Kinder sagen, da ist Anti-Gurken-Serum drin. Und Bess sagt, ja, meine Kinder pinkeln auf Tische und schnüffeln Klebstoff, so. Deswegen sind wir auch eigentlich hier. Und dann kann man auch sehen, dass Morty sich ein Buch vom Tisch nimmt und es aufschlägt, reinguckt, aber erstmal noch nichts sagt. Und Bess geht dann weiter darauf ein, was ich eben sagte und sagt so, ja, die sind wütend, dass ich mich hab scheiden lassen und lassen das jetzt an mir aus. So. Und Summer versucht dann da schon so ein bisschen einzuschreiten und zu sagen so, nee, es hat damit nichts zu tun, aber wird nicht, ihr wird kein Gehör geschenkt. Und in dem Moment blättert Morty dieses Buch einmal um und erschrickt, weil da drin sind Bilder von Leuten, die Kacke essen. Und legt das Buch da wieder auf den Tisch. Wieso hat man bei einer Therapie so ein Buch da liegen? Ja, wahrscheinlich, ja. Wenn man doch mit demjenigen, der therapiert werden muss, also dem Patienten spricht, dann hält man ihm doch nicht noch ein Buch unter die Nase und zeigt ihm Bilder, wie andere Leute Fäkalien essen. Ich habe keine Ahnung. Ey. Ich weiß vielleicht nicht, war das ja das Buch vom Golden Fold, das er für seinen Fetisch benutzt hat und einen Teil seiner Therapie ist, das Buch abzugeben. Ja, so ein Kacke-Playboy. Ja, das ist eine gute Begründung, ja. Das darauf kann ich mich einlassen. Der Kacke-Pirelli-Kalender des Jahres.
Mein Gott, ey. Was hat direkt wieder für Bilder im Pacos Kopf ausgelöst? Ja. Und hier mit Mais. Oh Gott. Ja, ja. Ich wollte nur noch sagen, stell dir vor, du lässt sowas als Lehrer im Lehrerzimmer liegen. So wie Mr. Goldenfold, der Nummer Lehrer ist. Und er scheint ja diese Therapie von seiner Schule aufgezwungen zu haben. Vielleicht ist ihm das tatsächlich passiert. Boah, er ist auch ganz unten angekommen, der Typ, ne? Das ist echt. Naja, gut, wir kennen ja seine wildesten Fantasien, ne? Ja. Aus der ersten Staffel. Wir waren im Traum von Mr. Goldenfold. Genau, in seiner Traumebene waren wir. Ja, und da hat er sich doch Beth als in Unterwäsche irgendwie vorgestellt gehabt, ne? Oder wie war das? Summer war es, genau. Und Rick in so Zuhälterklamotten. Ne, die hat er sich dann angezogen, weil er sich anpassen wollte. Ach stimmt. Das war ja der. Ja, hast recht. Oh Gott, ey. Ja, gut. Die Frau Dr. Wong nimmt das Buch ganz schnell weg und sagt der Bess, wenn sie die Spritze an Rick zurückgeben sollte, dann soll sie ihm doch fragen, aber da wird sie schon unterbrochen. Denn Bess ist der Meinung, Rick wird nicht nach der Spritze fragen, er wird einfach Neues machen, er braucht kein Neues, er braucht niemanden. Und dafür, sagt die Dr. Wong, scheint sie den Rick ja zu bewundern. Und ja. Naja, so sagt sie, besser als seine Probleme zu den Problemen anderer zu machen. Und damit ist die Szene auch schon wieder vorbei. Cool. Was eine schöne Überleitung für die nächste Szene ist, ne? Er macht sein Problem nicht zum Problem anderer. Und er beweist jetzt gerade so ein bisschen das Gegenteil. Ja, heftiger Schusswechsel, ne? Zwischen ja, Battle Jaguar versus Pickle Rick. Heftiger Laser- bzw. Schusswechsel und coole Stunts von denen, wie die da rumhüpfen und den Schüssen ausweichen. Das sieht schon sehr cool aus. Ist cool gemacht, ja? Ich finde das wirklich auch dafür, dass das so schnelle Bildwechsel sind, ist trotzdem sehr detailreich gezeichnet, ja. So mit den ganzen Sachen, die auf den Tischen drauf sind. Der springt da in einer, man sieht es kaum in einer kurzen Sekunde, wirklich durch so ein Loch, was in Schreibtischen extra drin ist, um die Kabel durchzuführen und so. Kleinigkeiten, so. Das ist schon wirklich schön gemacht. Ja, das ist aber, das zieht sich so allgemein durch die Serie, finde ich. Also du hast da eben bei Rick and Morty immer viel drumherum. Du findest da nie einfache Grafiken, einfach mal so einen hingerotzten Hintergrund, sondern du kannst eigentlich immer das Bild anhalten und bemerkst eine sehr detaillierte Umgebung. Ne? Und aber diese Folge steht schon ein bisschen raus, weil sie hat sogar einen Emmy gewonnen für Outstanding Animated Program. Ah, okay. Ja, krass. Ist ja sonst noch keine Folge von Rick and Morty. Mhm. Aber irgendwie auch verständlich bei den ganzen Action-Szenen. Ist cool gemacht. Ja, das auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall gibt es im Hochsicherheitstrakt zwischen Jaguar und Pickle Rick einen heftigen Laser- und Schusswechsel und Rick wird dann zuerst getroffen. Man sieht so einen richtigen saftigen Gurkenwasserfleck auf der Wand und dann fällt er hinter so einem Schrank und hält sich die Wunde und sagt, aber trifft dann doch noch mit seinem Laser irgendwie Jaguar. Und dann versuchen die beide, ihre Wunde zu heilen, also was heißt zu heilen, beziehungsweise auszubrennen. Der, ich weiß gar nicht, der Jaguar, der hat irgendwie so Zündpulver mit Alkohol und Schießpulver aus einer Patrone, ja. Genau. Ja. Brennt sich das aus und der Rick, der ist gelandet neben so einer Burgerschachtel und nimmt sich da erstmal eine Tomate raus, versorgt damit so seine Wunde, dann tut er da Senf drauf und tackert da so eine Gewürzgurke auf von dem Burger drauf. Ne, das ist dann so quasi das Gurkenpendant zum Ausbrennen einer Wunde. Ja, und dabei unterhalten die sich halt schon so ein bisschen, ne? Weil der Jaguar sagt dann halt, ja, Gurkenmann, du sollst wissen, das ist nichts Persönliches. Und Rick sagt dann, ja, ist ja jetzt nicht gerade originell, der Spruch. Und dann erklärt sich Jaguar halt so ein bisschen, ja, sie haben eine Tochter und ne, es geht im Prinzip nur darum und ich habe ja eigentlich so sinngemäß gar nichts gegen dich. Ja, und dann geht die Unterhaltung weiter und da kommt eine super beschissene Aussage von Jaguar, wo wirklich, das ist. Ich habe das selten, dass wenn ich eine Episode alleine gucke oder alleine für mich bin, dass ich laut loslachen muss. Aber in der Situation konnte ich nicht anders, weil Rick sagt, ja, es gibt eine Menge, was ich nicht tun würde, um meine Tochter zu sehen, aber dich zu töten ist einfacher, als deinem Scheiß zuzuhören. Und dann sagt Jaguar, ich red keinen Scheiß, Gurkenmann. Das kann nur beendet werden, wenn einer von uns stirbt und ich bin noch nie gestorben. Das ist so geil, ne? Ja, ich,
Ich bin noch nie gestorben. Also, ja, dann stehen die Chancen wohl gut, dass er gewinnt, ne? Also. Also, ich bin bisher noch nie gestorben. Ja, richtig. Also, das heißt dann wohl, dann geht es wohl für ihn aus, wa? Mein Gott, ey, das ist ja so bescheuert. Da hatte ich richtig Spaß dran. Und dann geht Rick darauf ein, dass der Kampf sein Untergang, also Jaguars Untergang sein wird, weil er nicht offen für neue Erfahrungen ist. Und dann geht's halt weiter und man sieht dann aus Sicht der Kommandozentrale, wie eine Kamera nach der anderen abgeschossen wird. Und dann ruft der Chef auf dem Walkie-Talkie von Jaguar an und sagt, ja, ist es erledigt, Jaguar? Und dann hört man nur Rick und sagt, ja, der Jaguar kann gerade nicht. Das ist so geil, ne? Also man weiß im Prinzip nicht, was da passiert ist, aber man kann halt daraus schließen, Rick hat ihn fertig gemacht, ne? Ja, und ich finde die Szene, wo die zwei sich verarzten, finde ich einfach so geil. Ja, weil die beide das Gleiche machen, nur halt unterschiedlich. Also die müssen beide ihre Wunde säubern, dafür nimmt der Jaguar Wasser und der Rick quetscht eine Tomate über seine Wunde aus. Und wir alle wissen ja, Tomaten sind sehr wasserhaltig oder flüssigkeithaltig und wäscht sich das damit aus. Und dann müssen sie das desinfizieren und der Jaguar macht das mit diesem Schießpulver und Rick nimmt dafür Senf. Und dann müssen sie diese Wunde quasi versiegeln und das macht Jaguar, indem er das Schießpulver anzündet. Und Rick tackert sich diese Ersatzgurke da vom Burger an die Seite. Wie eine Transplantation, ne? Ja, und gerade in dem Moment, wo beide fertig sind, schreien beide in so einem gesplitteten Bildschirm so. Und das ist großartig, weil das dann auch genauso die Spitze der Unterhaltung ist. Und beide so, einfach großartig. Ja, sehr gute Szene. Auf jeden Fall kann Jaguar gerade nicht. Und dann wird der Chef weich und sagt, ja, zu den Mitarbeitern tut es und sagt dann zu Rick, okay, du hast gewonnen, Gurkenmann, ich öffne den Eingang, du kannst raus. Und jetzt sagt Rick so, ja, nee, jetzt auch nicht mehr. Nein, danke, ne, ich komme jetzt zu dir, du bist als Nächster dran. Dann sagt der Chef, ja, Gurkenmann, in der zweiten Etage gibt es ein Safe mit Aktien über 100 Millionen Dollar, ich gebe dir die Kombination. Dann schreit da so ein Typ, so ein Vasall von dem, das Geld gehört doch dem Volk. Und dann kriegt der Chef so einen richtigen Ausraster, so halt's Maul und ruf mir einen Hubschrauber, Arschloch. So. Und der Chef will halt einen Deal mit Rick machen, aber Rick sagt, du hättest mich vorher, also sinngemäß, du hättest mich vorher freilassen müssen. Ne? Du hast Nein gesagt und jetzt leidest du unter der Konsequenz. Ich glaube, meint ihr denn wirklich, wenn der Chef da in dieser Kommandozentrale, wenn der am Anfang gesagt hätte, Rick, ich lass dich raus, dann hätte der die alle verschont? Ja, ne? Ja, glaube ich auch, ja. So, und jetzt müssen die also, halt, Entscheidung verkackt, so nach dem Motto. Ich glaube, der Hass, der hat sich beim Rick so ein bisschen gesteigert. Am Anfang, klar, zu dem Zeitpunkt, wo er die Forderung gestellt hat, lasst mich raus, wo sie telefoniert haben, da waren zwar schon zwei tot von diesen Wachleuten, von den Sicherheitsleuten. Okay, sie sind selber schuld, hat Rick ja auch gesagt. Aber die Tatsache, dass ihm diese Einheiten da auf den Hals geschickt wurden und dann letztendlich auch dieser Spezialkämpfer hier, so will ich ihn jetzt mal nennen, mit Jaguar, das hat in ihm wahrscheinlich so eher den Hass gegenüber dieser Gruppierung hier dann noch gesteigert, sodass eben, dass er die Kiste jetzt zu Ende bringen will und in jeglicher Form. Das heißt eben, ja, keine Überlebenden. Also ich glaube, dass Rick hier ganz klar die Chance des Hubschraubers auch sieht. Ne? Er fährt von dem Hubschrauber zwar erst, als der Boss seinen Mitarbeiter anschreit, so halt's Maul und ruft den Hubschrauber. Da hat der jetzt für meine Fantasie, sage ich jetzt einfach mal, der Boss den Finger immer noch auf dem Funkgerätknopf und sendet quasi und Rick hat es da gehört, aber ich glaube, dass der, als er sich mit Jaguar quasi wieder zusammengetan hat, dass die danach irgendwie nach einer Möglichkeit suchen, das schnell abzuhauen, weil ich mir vorstellen könnte, dass Rick jetzt nicht auch noch nicht vorhat, da noch irgendwie ein Auto zu klauen oder sonst irgendwie was, sondern er will ja zu seiner Familie, um schnell zu diesem Serum zu kommen. Und sieht da ganz schnell, ganz klar die Möglichkeiten, schnelles Fortbewegungsmittel zu kriegen und auf dem Weg gleich da auch noch alle Leute mit in die Luft zu jagen. Weil in dem Moment, wo der Typ das mit dem Hubschrauber am Funkgerät sagt, sieht man Rick, wie er schon in einem Lüftungsschacht ist und sagt, so, ja, gib die Kohle einfach Jaguars Tochter, dann passiert hier euch nichts. Und da ist Rick
von Jaguar ja schon wieder getrennt, sage ich jetzt mal. Aber man könnte vielleicht sagen, Jaguar hat noch ein Funkgerät und hört mit oder was weiß ich. Mhm. Also ich habe mir das versucht, so vom Timing her so ein bisschen zu erklären. Aber meiner Meinung nach klettert Rick da durch den Lüftungsschacht schon, um da diese Zündschnur zu legen, die ja gleich auch noch kommt. Ja. Yeah. Und der wäre jetzt einfach abgehauen, ohne Kohle, ohne den Boss klar umzubringen. Also er hätte den ganzen Laden in die Luft gejagt, wahrscheinlich mit der Vermutung, den Boss auch noch mit umzubringen. Aber er hat es jetzt nicht unbedingt darauf angelegt, dem auf dem Dach da nochmal zu begegnen. Ne? Aber es ist natürlich ein schönes Bild, dass der da jetzt sich die Kohle schnappt, der Boss, und aufs Dach geht, um den Hubschrauber zu nehmen. Aber in dem Moment hebt er ja schon ab. Und man sieht im Cockpit, am Steuerknüppel, den Jaguar sitzen, der ja eigentlich tot ist, laut Rick. Aber die haben sich dann halt irgendwie zusammengetan und den Hubschrauber geklaut. Und Rick sieht man dann auch hinten, wie er in einer für ihn gigantische Zigarette zieht und sie fallen lässt und in eine Benzinlache, die dann wiederum besagte Zündschnur entzündet, die durchs komplette Haus geschlängelt ist. Da sieht man dann auch, dass es durch die Lüftungsschächte geführt wurde. Und im Keller das Waffendepot oder Sprengstoffdepot oder was auch immer da in die Luft jagt. Und kurz vorher sagt der Boss dann noch auf den Knien Goodbye, Solenia, oder Farewell, Solenia. Im Deutschen sagt er irgendwie ja, Leb wohl, Solenia. Und fliegt dann in die Luft. Also komischerweise sieht es so aus, als ob nur das Dach in die Luft fliegt, obwohl das Depot eigentlich im Keller ist, aber egal. Jedenfalls sind alle tot da und diese konnten mit dem Hubschrauber entkommen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass Rick jetzt nicht unbedingt so die persönliche Sache, Rache im Vordergrund stehen hatte, da zwar alle umbringen wollte, aber wenn es wirklich persönlich gewesen wäre, wäre er zum Boss nochmal selber hingegangen und hätte ihn erschossen oder so. Ja, so wie mit dem Ratten. Weißt du? Ja. Eben, für es ist für ihn nichts Besonderes. Er war für die anderen Mitarbeiter was Besonderes, aber die sind ja auch alle tot. Mhm. Ja, stimmt. Du hast gerade gesagt, der Rick hätte gesagt, Jaguar wäre tot. Am Funkgerät sagt er, er kann gerade nicht. Genau. Ja, richtig, ja. Aber es impliziert genau. Also, ein bisschen, als hätte er ihn umgebracht. Man, klar, ich gehe mit dir d'accord, man hat den Glauben, dass Jaguar tot sein muss, weil Rick derjenige ist, der sich meldet. Ja, das soll so suggeriert werden, ne? Durch die, durch das Wording. Genau. Genau, dass du den Eindruck hast, dass Rick hier den Kampf gewonnen hat und Jaguar eben nicht mehr lebt. Mhm. Aber dass sie dann die Szene dann so umgeändert haben, dass sie sich verbündet haben, haben sie richtig stark gemacht, finde ich gut. Mhm. Und diese Szene hier mit dem Dach oder was, wo das Gebäude in die Luft fliegt, das hat so ein gewisses Stilmittel von Stirb langsam, den Stirb langsam Film, finde ich. Ja, so von allen Filmen auch. Ich hatte jetzt, als ich das auch im Internet gelesen habe, gedacht, die meinten den ersten, speziell den ersten Film. Ich glaube, da fliegt auch irgendwas auf dem Nakatomi Tower-Dach in die Luft, aber das war mir jetzt nicht so präsent, aber dieses Ganze, wie er sich da durchballert, durch die Büros und dann am Ende das mit dem Hubschrauber, das hat schon so ein bisschen die Handschrift von einem Stirb-Langsam-Film. Ja. Zumindest von den früheren, ja. Mhm. Ja, im zweiten Teil, da wo sie da am Flughafen waren, da war ja eine ähnliche Szene mit quasi Zündschnur und Feuer, was so dem Treibstoff da entlang sich ausbreitet. Nur halt in anderer Form, ne? Da hat John McClane die Boeing auf die Art und Weise vom Himmel geholt. Und hier ist es quasi andersrum. Aber das hat schon so dieses Stilmittel der Stirb langsam Filme, finde ich. Was auch gut ist. Also, die haben die Action hier super umgesetzt. Ja, finde ich auch. Richtig gut. Ja. Ja, und die zwei hauen dann mit dem Hubschrauber ab. Der Jaguar gibt den Steuerknüppel ab mit den Worten: Wir werden gleich vom Himmel geschossen. Kampfjets sind unterwegs. Sie sind ungefähr in 7 Minuten hier. Und da sagt Rick: Ja, okay, bis zu meiner Tochter sind es 5 Minuten und ich habe noch ungefähr 8 Minuten zu leben. Darauf sollte man jetzt nicht zu viel Wert legen, weil wir werden das gleich feststellen, dass das nicht so ganz stimmt. Aber es soll, glaube ich, so entweder die Dramatik für die Zuschauer ein bisschen darstellen oder er will den Jaguar schnell loswerden, irgendwie nach dem Motto: So, ich muss jetzt los, Bruder. da sagt der Jaguar noch, bevor er aus dem Hubschrauber springt, so, ja, er kann seiner Tochter jetzt nicht mehr sagen, dass er sie liebt, aber das sollte der Rick doch wohl mit seiner Tochter besser mal machen. Und er sagt so, ja, ach, wir geben nicht so viel Wert auf so einen emotionalen Scheiß. Ja, genau, das ist genau das Falsche, ne? Also, wirklich. So, aber es ist ja auch irgendwie... Ja, das ist genau das, was da gerade in dieser Scheiß-Therapie besprochen wird.
Das stimmt eigentlich, ja. Er sagt, dass sie da nicht viel Wert drauf legen und dass Liebe nur eine Verbundenheit ist, die über Zeit wächst. Und wenn man durch unterschiedliche Zeitlinien reist, dann braucht man das alles nicht, weil man dann hat ja unendliche Töchter. Er hat sogar mal eine seiner Töchter auf einer Welt zurückgelassen, die von Mutanten besiedelt ist. Und dann sagt Diago, ja, okay, dann halt nicht, will gerade rausspringen, dreht er sich nochmal um. Moment mal, habe ich auch unendlich viele Töchter? Oh, nee, sorry. Nur ich, tut mir leid. Und das ist so scheiße von Rick. Für den wäre das einfach nur ein scheiß Fingerschnipsen, dem Jaguar seine Tochter wiederzugeben. Ne? Einfach so, wie er es immer gemacht hat. Aber er hat da einfach gerade keinen Bock drauf. Und deswegen sagt er... Vielleicht... macht er das ja noch. Vielleicht macht er das ja noch. Und vielleicht kriegt er dafür auch eine Gefälligkeit. Man muss mal gucken. Was aber an der Stelle, er erzählt ja davon, dass er dann auch mal eine Version seiner Töchter zurückgelassen hat. So, das ist ja eine eindeutige Anspielung auf die Cronenberg-Folge S1, E6, glaube ich, Rick Potion Number 9. Und das ist die ursprüngliche Dimension, wo der Morty herkommt, den wir ja kennen, der auch in der Episode bei der Therapie sitzt. Aber als Rick mit Jaguar darüber spricht, wie er eine seiner Bevs verlassen hat, bekommt man schon so den Eindruck oder könnte sich die Frage stellen, ist das denn wirklich der Rick aus dieser Dimension, aus der nachher die Cronenberg-Welt gekommen ist? Oder ist der Rick schon einer, der in einer anderen Dimension gestartet ist und quasi da schon die Rolle des dort anwesenden Ricks übernommen hat. Ne? Weil klar, er sagt, ich habe einmal eine Tochter zurückgelassen. Das heißt ja nicht, dass er das nicht schon öfter gemacht hat oder andere Sachen ähnlicher Natur. So nach dem Motto, ich habe eine meiner Beths zurückgelassen in der Cronenberg-Welt, nicht seine Beth. Weil irgendwo muss es ja auch seine Beth geben. Aber er sagt eine meiner Beths. Man könnte das Ganze ja auch so ein bisschen weiterspinnen und mal überlegen, wie er diese Vision in der ersten Folge der dritten Staffel hat aussehen lassen. Er hat ja das so darstellen lassen, dass seine Frau und Beth bei einer Explosion gestorben sind. Ja. Mal angenommen, er hätte das wirklich durchgemacht, hätte danach dann die Technologie zum interdimensionalen Reisen entdeckt und wäre dann von Zeitlinie zu Zeit oder Dimension zu Dimension gereist. Und wollte sich dann aber eventuell gar nicht mehr so sehr an eine neue Beth binden, weil er ja schon mal den großen Verlust erlebt hatte und eigentlich weiß, dass es ja eigentlich gar nicht seine ist. Seine echte ist wirklich tot. Ja. Und ist deshalb so emotionskalt die ganze Zeit so über. Das würde auch die unterschiedliche emotionale Bindung zwischen den beiden zueinander erklären. Also Rick eben die kalte Art und Weise und Beth eben dann doch so dieses Klammern und sehr an ihrem Vater hängen. Das ist sicherlich auch eine Begründung hier. Mhm. Ja, sehr interessant. Ja, spannend. Kann man viel drüber reden. Und dann ist ja wirklich, wir haben ein paar Mal drüber geredet, hat der Rick denn überhaupt Erinnerung an Morty als Kind? Weil eigentlich war er ja die ganze Zeit nicht da. Vielleicht hat er die Erinnerung an Morty als Baby, weil in der Dimension, wo er hingekommen ist, in der Zeit nicht abgehauen ist. Mhm. Ja, das kann man alles spekulieren, das ist richtig. Mhm. Aber wenn in seiner originalen Dimension ein Morty existiert hat, dann kann Bess ja auch nicht umgekommen sein. Ja, zumindest nicht früher. Also, das passt nicht zu meiner Theorie. Mhm. Das sind zwei separate Theorien. Deine Theorie und meine Theorie. Theories. Ja, hallo. Hallo. Das kann vielleicht sein, dass er tatsächlich diese Erfahrung gemacht hat, dass seine Frau, ich weiß jetzt auch den Namen nicht mehr, der Frau und Beth. Nein, Entschuldigung. Nee, das glaube ich nicht. Ist eine andere Frau. Dr. Wong. Genau. Und dass er tatsächlich die Erfahrung gemacht hat, dass die eben auf die Art und Weise umgekommen sind und er halt eben in eine andere Dimension gereist ist und dort eben auch das Familienleben anders kennengelernt hat. Mhm. Von daher passen eure beiden Theorien theoretisch. Die Theorien. Das war jetzt auch wieder so ein schöner theoretisch. Satz. Ja. Aber meine passt besser. Deine passt praktisch besser, meine theoretisch. Vielleicht werden diese Theorien ja irgendwann mal praktisch aufgeklärt. Jetzt geht los.
Heute haben wir es echt, ja. Also, ne, mal sehen, vielleicht geht man ja irgendwann darauf ein. Ich bin mir sicher, dass diese solche Sachen irgendwann noch thematisiert werden. Mhm. Also, man hat ja jetzt die Möglichkeit, Geschichten übergreifend zu erzählen. Dann kann man auch auf solche Sachen eingehen. Ja. In den nächsten Staffeln. Gut, in dem Therapiegespräch wird jetzt weiter auf die Probleme der Familie Smith eingegangen. Die sind jetzt an dem Punkt angekommen, das kennt man vielleicht bei so therapeutischen Gesprächen, dass man irgendwann, also das hat man vielleicht schon mal irgendwo gesehen, dass sie dann ihre Probleme irgendwie offen aussprechen müssen oder so, oder ihre Gefühle, und an dem Punkt sind wir jetzt offensichtlich angekommen, weil Bess mit den Worten startet: Ich habe Angst, dass meine Kinder von der Schule fliegen. Also sie muss erstmal überlegen, wie sie den Satz bildet, ohne irgendjemanden zu verletzen und, keine Ahnung, alles auf den Punkt zu bringen. Dann sagt Dr. Wong: Ja gut, jetzt sag mal, bist du dran? Und sie sagt so: Ich bin sauer, dass ich Klebstoff geschnüffelt habe, und ich wünsche mir, dass mich die Leute irgendwann als jemanden sehen, der einfach gerne high ist. Und dann Morty sagt dann so: Ja, ich bin traurig, dass ich in der Schule gepinkelt habe und nicht auf dem Klo. Und dann sagt die Therapeutin: Hey, wir machen echt Fortschritte, ihr seid ja schon alles Profis. Und ich weiß, das wirkt alles so ein bisschen komisch auf mich. Unbeholfen. Naja. Ja. Und Dr. Wong fragt dann, ob sie sich nicht jetzt einmal pro Woche treffen wollen. Und bevor sie dazu eine Antwort finden können, geht die Tür auf und unser Pickle Rick kommt rein. Man merkt, dass er stark mitgenommen ist, also ist ja immer noch zusammengeflickt und ziemlich dreckig, und kommt stöhnend rein und setzt sich auf die Couch. Und da sagt Dr. Wong: Ah, Sie müssen Grandpa Rick sein. Und er dann nur so: Das finde ich ganz cool. Also wird mit der Frage schon mal gar keine richtige Antwort, sondern nur so ein Geräusch. Und Dr. Wong sagt dann so: Ja, wir haben heute viel über Sie geredet und ich habe viel von Ihnen gehört. Ihre Tochter hält sehr große Stücke auf Sie. Und dann sagt Rick so: Ach so, ja, übrigens, Schatz, hast du noch diese Spritze, die du heute Morgen mitgenommen hast? Und da gucken sich dann Dr. Wong und Bess an, und Dr. Wong deutet ihr halt zu, dass sie doch jetzt dann diese Frage stellen soll, wegen der Spritze. Und dann finde ich so cool, wie Bess das auch so betont, so wie, quasi wie eben so in dieser Trunks-Tonart, so: Dad, wofür brauchst du diese Spritze? Ja, da ist etwas drin, was ich brauche, um mich am Leben zu halten. Ich hatte heute einen ziemlich harten Tag, und die Spritze würde quasi verhindern, dass ich jetzt sterbe. Dann sagt die Doktorin: Weil da Antigurkenserum drin ist. Und dann sagt Rick: Ja, stimmt. Ja, da ist es raus. Und die Kinder wussten es zuerst. Zumindest haben sie es zuerst zugegeben. Ja, und dann will Dr. Wong natürlich wissen, warum er seine Tochter angelogen hat. Und weil er nämlich gesagt hat, dass die Spritze nichts mit dem ganzen Thema zu tun hat. Und dann sagt er ganz klar raus: Weil ich nicht hierher kommen wollte. Und warum wollten sie nicht herkommen? Ja, weil ich Therapien für Schwachsinn halte. So, ich bin Wissenschaftler, und wenn ich was ändern will, dann repariere ich es oder nehme es auseinander oder mach's kaputt. Mhm. Therapien so in so Einkaufszentren und wie sagt er das dann noch so, von jemandem gesagt zu bekommen, von Normalos oder so, von jemandem wie sie, gesagt zu bekommen, was sie hören wollen, um sich dann besser zu fühlen und sich nicht mehr so panisch zu sein. Und das ist ein Zustand, den wir für unsere Tiere wünschen, die wir essen, aber ich bin kein Rind, ich bin eine Gurke, wenn mir danach ist. Ja, fand ich sehr cool. Hat er schön gesagt. Was mich beeindruckt ist, dass die Therapeutin, Frau Dr. Wong, es hier schafft, wirklich den Rick in eine gewisse Ecke zu drängen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Rick momentan ein bisschen ausgeliefert ist, weil er diese Spritze benötigt, um überleben zu können. Oder ob er einfach in dem Moment so ein bisschen sprachlos, machtlos ist. Denn die Therapeutin drückt ja eigentlich schon direkt auf die Wunden, um die es hier geht. Ja, die spricht genau das aus, wo der Schuh drückt.
Ja, genau. Sie stellt die richtigen Fragen, sie sagt die richtigen, macht die richtigen Aussagen und sie stellt auch direkt, obwohl sie Rick jetzt seit einer halben Minute kennt, weist sie ihm das Problem auf, dass er seine Tochter belogen hat in dem Sinne und hinterfragt das Ganze auch dann nochmal. Und Rick sagt eben, er gibt es hier quasi zu, dass er sich selber nicht ändern kann. Wenn es Probleme gibt, dann ändert er eben andere Dinge, nur nicht sich selber. Mhm. Und seine Familie kann er nicht ändern, deswegen kann er da auch nichts machen. Mhm. Und deswegen sieht er auch keinen Sinn in dieser ganzen Geschichte. Also ich finde jetzt in dem Folgenden sagt sie Dinge, denen ich nicht übereinstimme. Die sagt sowas wie, dass Rick seine Intelligenz für einen Segen und einen Fluch gleichzeitig hält. Sowas glaube ich nicht. Ich glaube, Rick hält seine Intelligenz nur für einen Segen und für nichts anderes. Und dass ja er quasi die Familie irgendwie auch so vergiftet. Ja, gut. Er sagte ja auch in der ersten Folge, er hat dafür gesorgt, dass Jerry geschieden wird oder so, nach dem Motto, sich scheiden lässt und die alle da so manipuliert, aber ich weiß nicht, für mich kommt die da so rüber wie so eine Scharlatanin und so wie Rick es auch sagte, so, ne, ich meine, die therapiert sonst Leute, die Scheiße fressen, was will die dem erzählen? Ja, das ist richtig. Aber andererseits hat Rick auch schon oft genug unter seiner Intelligenz gelitten, ne? Und auch schon andere Zeiten mitgemacht. Und wenn wir dann nochmal das Gespräch von gerade aufnehmen, wenn es tatsächlich stimmen sollte, dass er aufgrund seiner Intelligenz und seinem Forschungsdrang und seiner Wissenschaft seine ursprüngliche Familie verloren hat, dann ist da tatsächlich was dran, dass es nicht nur Segen, sondern eben auch Fluch ist, seine Intelligenz. Ja, und selbst wenn er irgendwie depressiv ist oder es für so einen Fluch hält oder was auch immer, dann braucht er auch nicht so eine Therapeutin, die ihm das erst sagen muss, dann weiß er das alles schon so, ne? Also, ja. Ich würde jetzt als Rick wirklich diese Therapie wirklich nur als Gefahr sehen, dass die der Tochter da die Wahrheit erzählt und quasi die im schlimmsten Fall wieder mit Jerry zusammenkommt oder so. Vielleicht dient diese Therapie aber auch eher dazu, dem Zuschauer das Ganze zu erklären und nicht dem Rick gegenüber. Ja, könnte den auch sein. Zuschauer mal ein bisschen darauf hinzu drücken, was hier tatsächlich so das Problem mit Rick für sich selber ist, aber auch zwischen Beth und Rick und so diese ganze, was bisher immer gewesen ist, das alles mal ein bisschen zu hinterfragen und zu gucken, wie ist überhaupt die gesamte Situation, die emotionale Situation, die Beziehung zueinander. Ich glaube, das wird hier dann ist vielleicht eher ein Grund dafür, warum das Ganze so dargestellt wird. Weil Rick weiß das. Das gibt er ja offen zu. Er sagt ja, wenn es Probleme gibt, versucht er sie zu ändern. Hm. Und an dem Punkt kann das nicht ändern. Ja, also ich finde nach wie vor, sie trifft es echt auf den Kopf und spricht das auch so völlig ungefragt. Ne? Keiner hat sie nach ihrer Meinung dazu gefragt. Die sind da, weil Summer an Lack geleckt hat von der Vase. Und weil sich Morty in die Hose oder auf den Tisch gepisst hat oder so. Eigentlich geht es wieder die ganze Zeit nur darum, dass Rick in den Fokus gestellt wird. Einerseits bemängelt das die Psychologin, andererseits handhabt sie das kein Stückchen anders. So, sie stellt ihn auch die ganze Zeit in Fokus. Es geht ja in dem Gespräch nur um Rick und nicht um die eigentlichen Probleme. Ja, der Rick ist von Anfang an Gesprächsthema, ne? Mhm. Also, wir haben zwischendurch erfahren, dass die eigentlichen Probleme der Kinder relativ banal sind, gar nicht großartig was mit der Scheidung zu tun haben oder mit ihrer Beziehung zu Rick, sondern das eigentliche Problem ist die Beziehung zwischen Beth und Rick und das spiegelt sich oder ja legt sich letztendlich auf die Familie nieder, im Ganzen. Mhm. Aber hier die eigentliche Problematik der Kinder, die hat damit jetzt nichts zu tun. Ja. Ich habe aber so das Gefühl, dass Rick in dem Moment irgendwann auch sprachlos ist und die Dinge nicht widerlegen kann. Also er kommt da auch nicht wirklich gegen an. Emotionen sind nicht seine Stärke und deswegen kann er da keine Argumente finden. Ja, er kann wahrscheinlich nicht so argumentieren, dass es der Rest des Raums verstehen würde. Ja, ja. Vielleicht. Sehr wahrscheinlich. Oder vielleicht hat er Angst, dass die Therapeutin das für die Familie dann übersetzt, quasi so nach dem Motto und dann, ja, unschöne Dinge preisgeben.
ich hatte so meine Probleme mit der B-Story, die ja jetzt hier quasi auch endet, weil A- und B-Story zusammengeführt werden. Sie gibt ihnen dann noch die Karte und hofft, dass sie sie wieder sieht. Und wenn sie Leute kennen, die Kacke essen und gerne damit aufhören würden, sollen sie doch sich bei ihr melden. Und ja, damit verlassen sie die Therapie und setzen sich ins Auto und fahren nach Hause. Rick immer noch als Gurke ist dann angeschnallt auf dem Beifahrersitz und ja, erstmal schweigen sich alle an und Rick bricht dann doch das Schweigen überraschenderweise mit den Worten: Es tut mir leid, dass ich gelogen habe, um nicht dahin zu müssen. Das ist schon ein bisschen komisch, dass er sich entschuldigt und zugibt, dass er gelogen hat, aber ja, das ist wieder so, weißt du, der weiß, welche Fäden er bei seiner Tochter hier ziehen muss, dass sich die richtigen Körperteile bewegen und dass die wieder voll in Spur ist. Und, ne, die ist ja direkt wieder, also das meinte ich auch ganz am Anfang, was Rick sagt und wie sie darauf reagiert. Die Reaktion kommt ihr jetzt eigentlich erst im Auto, weil sie wieder ihm total hörig ist. Er sagt dann so, ja, ich hätte nicht lügen sollen. Und sie sagt so, ja, schon gut. Ich meine, dass du gelogen hast, ist wirklich nicht so toll. Aber du weißt ja, dass es in der Therapie nicht wirklich darum ging. Und ja, und dann fragt er so, hast du vielleicht noch er sagt erst so, ja, ich weiß, worum es geht. Morty hat sich irgendwie angepinkelt und Summer schnüffelt Klebstoff. Und dann korrigiert sie ihn, nein, das war Luck. Und sie hat nicht mal davon erzählt, so. Und die witzeln dann so ein bisschen rum, so, ja, dass Rick ja viel wichtiger ist als sowas. Und Summer sagt dann auch nochmal so, ja, gehen wir da nochmal hin. Rick, und also die gehen da überhaupt gar nicht auf Summers Frage ein, sondern Rick fragt so, ja, Schätzchen, hast du vielleicht noch diese Spritze dabei? So, ach ja, mein Gott, die habe ich ja total vergessen, du musst ja Schmerzen haben. So, ach ja, macht nichts. So richtig besorgt, schon so ekelhaft fast, ne? Ja. Oh, du musst das ja ist Schmerzen kein richtiges haben. Gespräch, was sie da führen, so, ne? Das ist so voll oberflächlich irgendwie. Mhm. Und wo man wirklich vorher zweimal überlegt über den Satz, den man jetzt als nächstes aussprechen möchte, hat man so den Eindruck. Mhm. Und naja, er spritzt sich dann das Zeug und transformiert wieder zurück zum Menschen-Rick, der dann völlig nackt auf dem Sitz sitzt. Und man kann auch sehen, dass er irgendwie einige Narben oder sowas davon getragen hat. Er hat noch Flecken und das Haar ist natürlich zerzaust. Er ist irgendwie ja nass geschwitzt oder glitschig und er kotzt dann noch etwas von diesem Gurkensaft aus. Und man sollte eigentlich meinen, dass es ihm total dreckig geht und er sagt dann auch so, oh Mann, Therapeuten, was? Also es ging dann wieder nur darum, dass er diese Therapeutin direkt diskreditiert und sagt so, ja, die haben doch überhaupt keine Ahnung, wovon die reden und so. Und Bess steigt direkt voll drauf ein und sagt so, ja, das sind komische Leute, ne, so, ja. Und Rick sagt dann, ja, ihm haben die Hände gefehlt, ihm hat sein Blut gefehlt und ihm hat sein Magen gefehlt, das auch, was ich vorhin angesprochen hatte. Also, dass er diese ganzen Sachen wohl nicht hatte. Ich meine, klar, Hände hat er nicht, aber er hatte auch keinen Magen. Und in dem Moment, wo er sagt, dass ihm sein Magen gefehlt hat, fällt ihm auf, er hat Bock zu saufen. Und schlägt dann vor, so, ja, lass doch saufen gehen. Und der ist erstmal so, ja, was, echt, jetzt? Ja, komm, wir setzen die Kinder ab und geben uns schön die Kante. Ja, und dann wird noch gefragt, ob sie in eine Taverne gehen sollen oder ins Shoneys, das aus der ersten Folge der dritten Staffel auch nochmal Erwähnung findet. Und Rick sagt einfach nur, ihm ist beides recht und damit kommen die Credits ziehen. Oh. Die Szene, die ist komisch. Zum ersten Mal, wir sehen Rick hier in dem Moment das erste Mal überhaupt, dass er angeschnallt ist. Habe ich gelesen. Sonst vorher nie war er in irgendeiner Form angeschnallt, wenn er mit irgendeinem Vehikel unterwegs war. Weiß ich nicht, glaube ich jetzt einfach mal so. Also ich habe es gelesen, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeprüft, vielleicht ist es so. Aber zum eigentlichen Inhalt dieser Szene, die beiden haben nichts aus dieser ganzen Geschichte gelernt. Das ist ja das Problem, was ich mit der B-Story habe. Haben wir aus der B-Story irgendwas gelernt? So, also, das ist genau das. Ich glaube schon, dass der Zuschauer auf eine gewisse Sache hingeführt wurde und dem Zuschauer auch eine bestimmte Sache erklärt und dargestellt wurde. Stimmt, aber du hast recht, aber die Figuren haben nichts daraus gelernt. Nein, ne? Nee. Die sind keinen Schritt weitergekommen. Ja, obwohl Beth es explizit erklärt bekommen hat von der Therapeutin. Und
Ja, gut. Jetzt kann man Rick natürlich unterstellen, dass er es schon kapiert hat, aber jetzt versucht auch zu umspielen, ne? So mit dieser Geschichte. Das Erste, was er sagt, ist, er entschuldigt sich, was er sonst nie getan hätte. Mhm. Und dann versuchen die das Ganze runterzuspielen. Zwischendurch spricht er mal die Spritze an, die für ihn wahrscheinlich das wesentliche Problem an dieser Stelle ist. Aber er geht nicht darauf ein, das ist genau das, was die Therapeutin sagte, ne? In der Dynamik der Beziehung ist kein Platz für Gefühle oder Verletzlichkeiten. Man will jetzt hier nicht über Gefühle oder die Dinge sprechen, die einen verletzen können. Das wird rigoros außen vor gelassen. Es wird wieder das vorgeschoben, was den Kindern widerfahren ist. Das ist ja der eigentliche Grund für die Therapie gewesen. Und ja, das, was zwischen den beiden ist, ist hier nicht Gegenstand des Problems. Ja. Und das ist, finde ich ein bisschen schade. Also es ist keine Entwicklung hier zu sehen, was dann noch hätte gemacht werden können. Zu festgefahren, die ganze Situation wahrscheinlich. Ja. Das ist über Jahre hat sich das etabliert. Das hat schon eine Ehe ruiniert. Und wie soll das an einem Nachmittag, ne, kurieren, sag ich mal. Das ist, wird uns noch weiter begleiten, vermute ich. Ja, das denke ich auch. Das ist ein bisschen komisch, ja. Mhm. Gut, ja, damit sind wir durch. Ja, ich habe noch ein paar Sachen. Teilweise haben wir die schon genannt. Ich fand es trotzdem ganz witzig. Also am Anfang haben wir schon mal gesagt, Jerry erscheint in dieser Episode nicht einmal. Ja. Trotzdem ist er der, also in der englischen Fassung ist er der Synchronsprecher von Jerry Chris Parnell. Und der spricht einen Agenten. Dann ersatzweise. Der hat dann quasi keine Rolle für Jerry bekommen, weil der nicht mitspielt. Okay. Und dann haben sie den Synchronsprecher einfach auf den Agenten angesetzt. Auf der Comic-Con 2016 wurde eine kurze Animation von einer Teilszene, so als Teaser gezeigt. Der Ausschnitt, wo Rick die Ratten tötet als Gurke. Yeah. Einfach um schon so ein bisschen, die vierte Staffel zu teasern. Du hast gerade am Anfang gesagt, die Story ist, oder die Schriftstellerin oder die Drehbuchautorin ist die Jessica Gao gewesen und die hat schon am 26. Februar 2016 einen Tweet rausgeschickt, dass das Drehbuch für die Episode fertig war. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wann die Episode rauskam. Die kam irgendwann im April oder Mai 2017 raus. Also das heißt, es stand schon quasi über ein Jahr vorher fest, was denn dafür für eine Story kommen wird. Wenn das jetzt in demselben Zyklus mit der Staffel 4 so geht, sag ich mal, dann stehen da jetzt wahrscheinlich gerade die Stories auch schon fest. Einfach nur so ein kleiner Vorfreudefaktor. Ja, und eben der Emmy Award für das herausragende Animationsprogramm, hatten wir aber auch schon gesagt. Nur, ich finde es gerade, das nochmal gesammelt am Ende darzustellen, das beschreibt die Episode schon ganz gut. Gut. Ja. Bewertung, ne? Ja, ich gucke auch gerade auch noch, ob ich noch was irgendwie habe. Ja, eigentlich müssten wir auf jeden Fall noch darüber reden, was diese Folge für ein riesen Echo im Internet hinterlassen hat, oder nicht? Oder sollen wir das nach der Bewertung machen? Ja, ist Bestandteil meiner Bewertung. Tatsächlich. Ach so. Okay. Ist in meiner Bewertung mit drin. Also zumindest angerissen, sagen wir mal so. Ja, dann machen wir es so, dann erwähnst du das in deiner Bewertung und wenn da noch was offen ist, können wir am Ende da nochmal drüber reden. Denn ich glaube, das ist vielleicht schon ganz wichtig, wenn wir das nochmal in Gänze erwähnen. Mhm. Denn wenn du sagtest ja gerade auch, die Folge ist auch ausgezeichnet worden. Vielleicht ganz gut, wenn wir da nochmal ein generelles Resümee ziehen. Was ich noch hatte ist, ich lese gerade noch, dass in dieser Episode nicht einmal die Portal Gun aufgetaucht ist, obwohl die ja sonst immer so ein bisschen Bestandteil ist. Und ansonsten haben wir alle Filmreferenzen durch. Ja, so viele waren es eigentlich gar nicht. John Wick, dann kann man, hier stirb langsam. Iron Man, das kann man vielleicht alles als Referenz sehen auf die Filme. Aber so stark, wie es jetzt zum Beispiel in der letzten Episode war, war es diesmal nicht. Aber ist auch nicht weiter schlimm. Ja, dann kommen wir mal zur Bewertung. Es traut sich keiner. Ja, meinetwegen, ich fang gerne an. Also A-Story, B-Story muss man hier, glaube ich, bei der Episode krass unterscheiden. Die A-Story mit Pickle Rick ist actionreich ausgefallen und so wahrgenommen. Also wenn ich an die dritte Staffel denke, ist Pickle Rick das erste Bild, was mir in den Kopf kommt.
Das wurde total gestreut in den sozialen Medien und völlig gehypt. Es gibt so viele GIFs und Memes von Pickle Rick. Ich sag mal, das ist so das Bild, was Leute, die die Staffel nicht so gut kennen, sofort sich einprägt, was da ist. Das ist eingängig. Und deswegen ist es mir unheimlich schwer gefallen, für die Episode auch eine Bewertung hinzukriegen, weil man da halt so weich gekocht ist schon durch das ganze Zeugs, was man sieht. Und es ist ja auch cool mit diesem Pickle Rick. Die Idee finde ich gut, aber man muss da wirklich so einen Schritt zurücktreten und mal diesen ganzen Hype ausblenden, weil das alles äußere Einflüsse sind. Und den Schritt habe ich versucht zurückzumachen und für mich zu beurteilen, wie finde ich denn die Episode wirklich? So, und sicherlich ist die Idee mit Pickle Rick super und ziemlich unterhaltsam auch. Was mir bei der Episode auffällt, die hat tatsächlich überhaupt gar keinen Tiefgang. Das ist alles, das plätschert so an der Oberfläche, das sind Action-Szenen, das ist eine coole Idee mit Rick. Ja, bei der Therapie kommt ein bisschen was über die Familie raus, aber das ist jetzt von der Kategorie nicht vergleichbar mit beispielsweise Rick kommt selten allein oder beispielsweise, wo man dann sagt so, da ist wirklich Story hinter, da ist eine Wendung drin. Ja, das finde ich immer deutlich reizvoller. Ne? Klar, die Episode zeichnet sich durch ein Actionfeuerwerk aus und durch gute Animationen und halt eine ganz nette Idee mit diesem Pickle Rick. Also insgesamt würde ich sagen, das ist nett zu schauen, keine überragende Story. Dann die ständige Frage, die man nachher einfach nur noch ausblenden kann, aber wie macht Rick das alles? Wie funktioniert das? Ne? und ganz ehrlich, wir haben jetzt gesagt, ja, das muss man dann ausblenden, das muss man so akzeptieren. Das haben wir in der Vergangenheit auch keiner anderen Folge zugestanden. In der Situation sagen wir, ja, da muss man drüber hinwegsehen, weil das ist die Pickle-Rick-Folge, die so gehypt wird. Deswegen kann man, soll man dann deswegen da über offensichtliche Fehler und das, was absolut unlogisch ist, einfach hinwegsehen. Weißt, die Folge, die hat keinen Welpenschutz verdient, dadurch, dass da Pickle Rick rumläuft und dass da Memes und GIFs durch Social Media rennt. Nichtsdestotrotz finde ich die Pickle Rick Story unterhaltsam, aber um da in die Nähe des Bestbereiches zu kommen, ganz oben aus meiner Sicht, nur bezogen auf die A-Story, ich bin noch nicht bei der B-Story, muss es auch aus meiner Sicht mehr sein. Dann kommen wir zur Therapeutin. Aus meiner Sicht reiner Lückenfüller, echt zu vernachlässigen. Und auch da, wenn die Episode insgesamt eine Top-Bewertung haben möchte, dann erwarte ich auch mehr von der B-Story. Also um insgesamt ein rundes Bild zu kriegen. Abschließend, die Episode hat mich gut unterhalten. Ich gucke sie auch immer wieder gerne. Da sehe ich dann auch gerne über die offensichtlichen Fehler hinweg. Aber wir reden ja jetzt hier gerade auf einer anderen Basis eben. Es kommt für mich nicht an ein Rick kommt selten allein heran. Es kommt für mich nicht an die Götter müssen verrückt sein heran. Es kommt für mich nicht an die Vogelmensch-Hochzeit heran. Und es kommt auch erst recht nicht an raus aus meinem Kopf heran. Und ich habe dann echt lange überlegt, wie ich bewerten soll. Und ich möchte jetzt auch eigentlich nicht zu streng sein. Und ich schwank echt zwischen zwei Bewertungen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt ich bin mir tatsächlich nicht hundertprozentig sicher, ob ich das Pendel nach oben oder nach links oder nach rechts schlagen lassen soll. Ja. Ich gebe die wohlwollendere Bewertung. Ich gehe auf 8 Punkte. Okay, die andere wäre eine 7 gewesen. Das ist okay. Okay, ja. Ich kann damit mit vielen Punkten eigentlich übereinstimmen. Diese Social-Media-Schwang nach der Folge hat einen bitteren Beigeschmack hinterlassen, wobei ich auf sozialen Medien nicht so viel unterwegs war, aber ich surf ganz gerne 9gag und da war das schon echt teilweise übertrieben. Ich habe da auch mal ein echt cooles Bild gefunden, was auf einer Meta-Ebene echt stark ist. Ich schicke euch das mal in den Chat zu sehen. Ich erkläre es mal kurz für die Zuschauer. Zu sehen ist aus der Folge, in der Jerry seinen Penis spenden sollte,
gab es eine Szene, in der ein älteres Alien reingerollt wurde auf einem Rollstuhl und der gesagt hat, ja, ich habe eine Zeit lang unter den Menschen gelebt und es geht immer nur um ihre Penisse, bla bla bla. Ja. Und in dem Bild ist quasi der gleiche Text nochmal unterlegt, nur mit den Worten, ja, ich habe eine Zeit lang unter den Menschen gelebt und es geht immer nur um Pickle-Rick-Memes. So, ich bin so und so Rick und ich habe mich selbst in das und das verwandelt. Ja. Und das ist schon ein echt geiler Gag auf der Meta-Ebene an sich. Also da macht sich jemand über Rick und Morty lustig mit einem Rick and Morty Meme oder wie auch immer. Und ja, das war alles nicht so schön, aber ich persönlich müsste das eigentlich für meine Bewertung ausblenden, weil es für mich schon, die hat nach dem ersten Mal gucken sehr starken Eindruck hinterlassen und das kann ich nicht einfach ausblenden. Die A-Story ist Entschuldigung, ist für mich eigentlich perfekt. Da gibt es nichts drin zu mäkeln. Das, was du sagtest, eben, was du als Kritikpunkt siehst, dass man vieles hinnehmen muss, was unlogisch ist. Das ist mit Sicherheit zeitlich unlogisch, aber für mich ist das sogar ein Pro-Argument, weil das für mich wieder dieses Genie hinter Rick bestätigt, dass der das Ganze gebaut hat, während wir gerade nicht hingeguckt haben, so nach dem Motto. Ne? Also wir haben gesehen, wie er die Kakerlake da den Schädel aufmacht und so quasi die ersten Schritte haben wir gesehen, was danach kommt, konnten wir nicht mehr sehen und rein zeitlich dürfte das alles gar nicht hingehauen haben, dass er das in so kurzer Zeit zusammenbaut. Aber großer Bestandteil des positiven Aspekts an der Serie ist für mich, dass Rick ein wahnsinniges Genie ist, das mit allen Problemen umgehen kann und alle Probleme lösen kann und das hat er in dieser Folge auch gemacht, in einer Situation, wo ich mir dachte, wie will der da je rauskommen? Er hat keine Arme, keine Beine, nicht mal irgendwie eine Wirbelsäule, die er bewegen kann, um sich hin und her zu wippen, sondern er kann nur den Mund bewegen. Wie rettet er sich da jetzt aus der Situation? Dass man da nicht gesehen hat, wie er sich den ersten Iron Man Suit zusammenbaut und diesen ganzen Mechanismus, da kann ich dann drüber hinwegsehen. Mir reicht zu sehen, wie er dann zusammengebaut wird und dann die ganzen Ratten kalt macht. Das war schon sehr, sehr stark. Und wie gesagt, in der A-Story gibt es da für mich nichts, was ich bemängeln könnte. Sie hatten für mich gefühlt längere Screentime als die B-Story, was ich gut finde, weil ich die B-Story auch sehr schlecht finde, aber halt bei weitem nicht so gut. Ich sagte ja schon öfter erwähnt, dass ich da nicht hinterherkomme mit dem, was die Doktorin da sagt und ist das, was ich meiner Meinung nach gedacht oder was ich verstanden habe, für mich falsch ist, so nach dem Motto. Und es war nicht witzig, da waren irgendwie keine großartigen Gags, außer Morty, der sich einmal vor den Kackebildern erschreckt hat und so Sachen. Und ich hatte ja auch schon gesagt, dass ich diese Pausen immer benutzt habe, um das zu verarbeiten, was ich in der A-Story gesehen habe. Jetzt ist für mich die Frage, also von der A-Story her würde ich eine glatte 10 geben, aber was gebe ich wegen der B-Story und wie lasse ich das zusammenwerten und alles und dieses ganze Hin und Her, aber ich muss wirklich sagen, die Folge hat danach noch in meinem Kopf lange nachgeschaltet, deswegen muss ich eine 9 geben. Ich fand die wirklich einfach super. Die Action-Szenen da drinnen und dieses Genie von Rick. Rick kam sehr viel vor in der Folge und man hat halt nur quasi Beweise seines Genies gesehen. Und das finde ich eben so toll. Und deswegen ist es für mich trotz der lahmen B-Story 1-0. Ja, ich bin bei meiner Bewertung nie irgendwie darüber hinweggekommen, wie mein allererster Eindruck von dieser Episode gewesen ist. So wie ich mich gefühlt habe, als ich damals diese Folge gesehen habe. Und die hat bei mir einen ziemlich krassen Impact hinterlassen. Damals habe ich die Folge vielleicht anders geguckt, als ich das heute in der Vorbereitung zu dieser Aufnahme gemacht habe. Ich erinnere mich, als ich sie gesehen habe, das war ein absolutes Fest an Folge. Die Action, die war unglaublich gut. Diese Geschichten, die ihr jetzt beide angesprochen habt, über Dinge hinwegsehen. Das sind Details, wo ich jetzt erst drauf geachtet habe, damals nicht so sehr. Und mich hat die A-Story damals absolut geflasht und das hat mich auch bis heute eigentlich so ein bisschen mitgetragen, finde ich. Die B-Story empfinde ich nicht so als negativ. Im Gegenteil, ich finde sie eigentlich ganz gut, weil sie hier aus der Sicht einer außenstehenden Person die ganzen Beziehungen, die untereinander sind, mal schön dargestellt wird und
dem Zuschauer so wirklich mal ein bisschen offengelegt. Also jetzt beim zweiten Mal betrachten, jetzt auch in Vorbereitung, habe ich das Ganze viel mehr aufnehmen können und auch verstehen können. Und auch für mich so gesehen, dass das quasi eine Erklärung für mich ist, wie die Situation sich hier darstellt. Nochmal offen auf dem Tisch angesprochen. Daher sehe ich das nicht so als negativ. Mir gefallen diese ganzen Referenzen und Gags. Das ist aber eher etwas, was jetzt bei der Vorbereitung noch hinzugekommen ist. So diese ganzen Anspielungen, wir haben es gerade gesagt, mit Iron Man und mit dem, was man in den einzelnen Szenen sieht. Das ist etwas, was jetzt positiv dazugekommen ist. Ich habe eine negative Kritik, dass es tatsächlich, dass Jerry nicht da ist. Das ja, macht stimmt, das... Ja. Macht das Ganze so ein bisschen unvollständig. Die Familie ist nicht komplett. Das ist etwas, was mir seit dem Bekanntwerden der Scheidung eigentlich schon immer ein Dorn im Auge war. So diese Vollständigkeit fehlt seitdem. Und mir als Scheidungskind ist das gar nicht aufgefallen. Das ist so gar nicht wahr. Entschuldigung, weiter. Ich wollte nicht stören. Und nee, kein Problem. Und das sehe ich eben als so ein bisschen als Negativpunkt. Mhm. Also ich, obwohl, ne, wir haben in den ersten beiden Staffeln immer wieder gesagt, was Jerry für ein Dummkopf ist und was für ein Typ ist, der tatsächlich auch immer wieder überflüssig ist. Und jetzt ist er nicht da und jetzt fehlt er. Er war in den letzten Folgen schon sehr rar und da haben wir auch schon gesagt, ein bisschen fehlt er uns. Das sehe ich hier so ein bisschen als Negativpunkt. Und den Strich drunter gezogen, muss ich sagen, dass die Episode hier vielleicht bei uns allen so die Initialzündung war, vielleicht dieses Projekt hier zu starten. Ich weiß es nicht. Das habe ich gerade in der Vorbesprechung auch zu Björn gesagt. Ob das so der Initiator für die Idee war. Ja, das, so sehe ich das Ganze und so werte ich das Ganze auch. Und von daher, ich bin die ganzen letzten Monate, die wir aufgenommen haben und wo ich immer wieder an diese Folge denken musste, unabhängig jetzt von diesem ganzen Social-Media-Kram und dem Gehype und den Auszeichnungen um diese Serie und dem ganzen Merch, den es gibt rund um Pickle Rick, habe ich diese Episode in den letzten Monaten immer so gesehen, das ist das Nonplusultra, das ist die 10 überhaupt. Okay. Und ich habe mich auch schwer getan, ob ich dem Ganzen eine 10 geben soll oder eben nicht. Aber jetzt im Laufe unseres Gesprächs habe ich eben dann doch festgestellt, dass es eben noch nicht die Vollendung ist, sage ich jetzt mal. Ich will jetzt auch nicht mit argumentieren, man muss sich Platz nach oben lassen. So sehe ich das nicht. Wenn sie hier perfekt wäre, dann würde man hier auch eine 10 geben. Ich gebe aber auch eine 9. Okay. Und ich sehe sie mit als die beste Folge, die es bisher gegeben hat. Mal gucken, ob wir da dann insgesamt landen. Was nämlich noch offen ist, ist die Zuschauerbewertung. Und da möchte ich jetzt eben kurz drauf eingehen. Auf Twitter habt ihr wieder sehr, sehr viele Bewertungen geschrieben. So viele Bewertungen hatten wir noch nie. Also, aber ich habe irgendwie auch so den Eindruck, das sage ich jede Episode. Also es werden immer mehr und da freuen wir uns unheimlich drüber. Danke für die tolle Unterstützung. Ich möchte dann mal anfangen. Am schnellsten, ganz oben steht Frosty. Frosty Pen & Paper schreibt, die Folge ist zu Recht so beliebt. Nicht nur wegen dem Meme, sondern auch wegen den vielen Szenenwechseln und dem Actionfeuerwerk. Am Ende gibt es wieder was zu den Charakteren und ihren Motivationen. 8,5 von 10 Punkten. Die Sudelnuppe sagt 9 von 10. Wenn die Scheidung nicht schon wieder Thema gewesen wäre, gäbe ich sofort 10 Punkte. Die Post-Credit-Scene war wohl die bis jetzt absolut beste. Rage Mode sagt 9. Archie Finelli sagt 9. Ibisini sagt, puh, fast wäre sie an mir vorbeigegangen. Ich gebe 10 von 10. Das Exoskelett ist der Hammer und wie er das Ding zusammensetzt. Pumpkin Alice sagt, ich liebe das Abenteuer, das Rick dort erlebt. Wie er von einer kleinen Gurke, die nicht zur Therapie mit wollte, zu einem Gurken-Ratten-Hybriden heranwächst und auf Jaguar trifft, ist absolut witzig. Ich habe die Episode mehrmals geschaut und sie wird nicht langweilig. 9 von 10 Punkten. Little Rick Sanchez sagt einfach nur 10, 10, 10. Ich glaube, tatsächlich, da haben wir nie eine andere Bewertung als 10 gekriegt. Ich muss mal nachgucken. Dirk schreibt,
Am Anfang war die Folge meine absolute Lieblingsfolge. Dementsprechend habe ich sie auch oft angeschaut. Die Folge ist vom Gewaltfaktor her die krasseste und erinnert an ein Itchy und Scratchy Cartoon. Aber im Vergleich zu den anderen lässt sie nach. 8 von 10. Dann Großonkel Einhorst schreibt 10. Definitiv 10. Sehr geil. Erstmal ein Herzchen da lassen. Grashalm 3 sagt, alle würden diese Folge gut bewerten, wenn sie es können. Was sie nicht können, weil sie es können, aber sie können es nicht. Sehr schön. Genial. Eine gute und witzige Folge, aber nicht meine allerliebste Folge aus Staffel 3. Deshalb nur 9 von 10 Punkten. Usfahrt, klarer Fall, 10 von 10 Punkten. Wie gut ist die Folge denn bitte? Mario Gamer, die Episode muss mit 11 von 10 bewertet werden. Ich liebe diese Folge und finde es einfach geil, was Rick als Gurke schafft. Natürlich über 10 können wir nicht hinausgehen. Aber das heißt, wir werten mal die 11 als eine 10. Disturbed Survivor schreibt, Rick sollte sich häufiger in eine Gurke verwandeln. Patrick Pläb schreibt, klare 10 Punkte, mehr muss ich dazu nicht sagen. Christian Klöß, 10, das ist die Folge überhaupt, geile Action. Kiel is Calling, das ist die Folge, die ich aus allen drei Staffeln am meisten geguckt habe. Es ist für mich die ultimative Rick and Morty Folge. Rick, der geniale, aber rücksichtslose Wissenschaftler, und die Smiths ohne Jerry in einer Krise. Köstlich, für mich eine ganz klare 12. Gebirgsmuschel, eine absolute 10, allein das Exoskelett ist schon der Hammer. Nils Otte, eine meiner liebsten Folgen, 9 von 10, grandios, die Idee mit der Gurke und das ungewollte Infiltrieren der Botschaft. Die B-Story ist zwar recht schlicht, aber ich mag die abgebrühte Therapeutin. Arteus, für mich eine eindeutige 10, meine zweitliebste, wichtiger Versprecher, nochmal von vorne, für mich eine eindeutige 10, meine zweitliebste Folge der ganzen Serie, ich finde die Idee einfach genial. Der Thomas, super Folge, Ricks irrer Überlebenstrip macht einfach Spaß, die B-Story finde ich im Großen und Ganzen ziemlich egal, daher gibt es von mir in Anführungsstrichen nur eine 9. Zach Braff, die Frage ist doch nun wirklich nur rhetorisch, natürlich eine 10, einfach eine absolute Kultfolge und das jetzt schon. Der Achim als vorletzte Bewertung. Einfach, weil die Idee dahinter so mega geil ist, gibt er eine 11 von 10. Die Gurkenverwandlung, nur damit er nicht zur Therapie muss. Und dann der Kampf. Einfach nur super. Jede Minute dieser Folge ist einfach klasse. Aber noch ist es nicht die beste Folge, die ich aktuell kenne. Und zu guter Letzt das Faultier. Sicher die Folge von Season 3. Mit dem höchsten Kultfaktor. Als sie dann endlich bei Netflix sah, hätte ich mehr erwartet. Auch logische Fehler, die mir sofort auffielen. Dennoch sehr gute und spaßige Folge. 8 von 10 Punkten. Viele, viele, viele Bewertungen. Ich habe jetzt nur die textlichen Bewertungen gelesen. Wir haben auch einfach nur, ich sag mal, die Benotung, nenne ich es mal, von vielen Personen noch dazu bekommen. Insgesamt kommen wir auf eine 9,4, also 9 Punkte von den Zuhörern. Damit die bestbewertete Zuschauer-Episode. Und wir landen insgesamt bei einer Bewertung von 8,75 für diese Episode. Ich schaue mal eben, wo sie sich da einreiht. Irgendwie müsste das auf Platz 3 sein, meine ich. Ich gucke mal eben in unserem Archiv. Ja, ich gucke gerade auch mal in Übersicht. Also fangen wir mal chronologisch an. Ein Rick kommt selten allein. Hat eine 9,3 gehabt. Das ist unsere beste, ne? Ja, da waren aber die Zuhörer noch nicht mit dabei. Ja. Und raus aus meinem Kopf, die erste Folge der dritten Staffel hat eine glatte 9 bekommen. Also besser als Gurken-Rick. Ja, das bedeutet, es teilt sich den dritten Platz mit der Vogelmensch-Hochzeit. Stimmt, die hat auch eine 8,75. Das heißt, drittbeste Folge bis heute in allen Bewertungen. Ja, das ist doch mal schön, dass so viele unterschiedliche Meinungen damit einfließen können. Und dann haben wir, glaube ich, auch eine recht gute Meinung und eine recht gute Bewertung. Ja, das ist ja das Schöne. Dadurch, dass so viele mitbewerten, haben wir halt ein ziemlich stabiles Bild, weil wir echt viele Meinungen damit einfließen lassen. Ne? Und deswegen ist das schon eine 8,75 von 10 ist ja auch schon eine Top-Bewertung, muss man auch so sagen einfach. Ja.
Musst du mal bei IMDb hinkriegen. Ja, das ist richtig. No? Dann. Schön, da haben wir. Ich will ja nichts sagen, aber auf IMDb hat die Episode eine Bewertung von 9,2. Ja, wir aber die sind ja jetzt auch nicht mehr der Maßstab, seit wir hier sind. Das will ich ja damit sagen. So. Schön gesagt. Badums. Okay. Ja, damit haben wir dann diese Folge hinter uns gebracht. Da bin ich dann doch, ja, wie soll man sagen, erleichtert? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Besprechung dieser Episode, die hat mir immer so die ganzen letzten Wochen und Monate immer vorgeschwebt. Mhm. Weil ich nie wusste, ja, wie es letztendlich laufen wird. So aber das Damoklesschwert. Ja, so irgendwie schon. Ne? Ist es tatsächlich so gut, wie es beschrien wird? Oder gibt es da doch noch Dinge, die man beachten muss? Ich glaube, wir haben das heute sehr vernünftig besprochen, haben vielleicht eine ganz gute Meinung präsentieren können, so unterm Strich. Und ich glaube, dass... Tja, und haben das erste Mal die 3 Stunden geknackt. Ich glaube, heute ist es kaum drumherum kommen möglich. Schauen wir mal. Ich glaube, so um die 3 Stunden wird es wohl werden. Aber, absoluter Wahnsinn, ey. Also im Vorfeld habe ich nicht damit gerechnet, dass jetzt aufgrund dieser Episode wir an die 3 Stunden kommen. Nee, aber letztendlich ist es ja dann doch dazu geworden. Weil die ja im Prinzip, wie ich gesagt, aus meiner Sicht keinen großen Tiefgang hat. Aber es gibt so viele actionreiche Szenen, die man dann besprechen kann, wo viel zu sehen ist. Richtig. Und lustige Analogien. Ist schon super. Ja, damit ist der Maßstab gesetzt. Mal sehen, ob wir eine Episode haben, die vielleicht uns noch länger auf Trab hält. Jo. Schauen wir einfach mal. Jawohl. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke wieder für eure schönen Meinungen und Bewertungen. Ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Solenia. Ciao. Super, dass ihr auch dieses Mal eingeschaltet habt. Bewertet uns mit 5 Sternen auf iTunes. Nicht vergessen, sonst jagen wir euch wild gewordene Fluppidups und Schuppidups hinterher. Leute, da sind wir wieder zur Besprechung der Post-Credit-Scene. Ja, da war noch was, ne? In Concerto. Concerto, ja. Man sieht ja am ersten Blick diese, ich weiß nicht, sieht so eine Art aus wie eine Torte, ne? Wo ein Piano oben drauf ist. Ja, das finde ich auch irgendwie so wie so was Geschichtetes. Ja, ne? Drumherum ganz viele Klaviertasten. Das hat so ein bisschen was irgendwie... So ein typisches Endgegner-Level aus einem Videospiel. Mhm. Hast du noch dieses erste Frame, was man sieht so aus der Luft? Ja, ich hatte es gerade. Weil da sieht man am linken Bildschirmrand ein Fenster und für mich sieht das alles so aus, als wären die wieder entweder geschrumpft oder in so einer Riesendimension. Ja, aber weil das Fenster so überdimensional groß ist, ne? Ja, genau, ne? Ja. Und vor allem, die sind ja hier in einem Piano. Und dieser Concerto, der hier noch mit dabei ist, der steht ja noch mal separat an einem Piano, was daneben steht. Mhm. Ja, im Piano an sich. Schon wieder so Inception-mäßig. Oh mein Gott. Ja, und der hat noch eine Szene aus dem Intro. Ja, genau, das wollte ich sagen. Das ist dieses Behämmerte, wo drauf gehämmert wird. Also, wir haben hier den Concerto sitzen, der von Rick auch angesprochen wird. Und er sagte, das wird das beste Konzert aller Zeiten. Man sieht, dass Rick und Morty auf diesen Saiten im Piano liegend gefesselt sind. Neben ihnen sind andere Figuren, die schon ein bisschen zermatscht wurden. Und Concerto, der hier so, so dargestellt ist wie eine Art Pantomime, sehr helles Gesicht, weißes Gesicht,
stark ausgeprägte Augenbrauen gemalt, die Zähne wie Klaviertasten angeordnet. Ja, so eine Mischung aus Pantomime und Marionette so ein bisschen. Fängt an zu spielen. Kennt ihr den Song, das Lied, was er spielt? Natürlich. Ja, bitte? Das ist die Mondscheinsonate von Beethoven. Genau, das ist die. Musste man damals bei Resident Evil 1 spielen, um in den Geheimraum zu kommen. Daher also. Das ist gut. Ja, Klaviersonate Nummer 14, auch die Mondscheinsonate genannt von Beethoven, die fängt er an zu spielen und man sieht, dass ja, im Hintergrund diese Schlaghammer des Pianos runtergehen und auf die Köpfe der dort liegenden Figuren schlagen und man wartet eigentlich nur darauf, dass irgendwann der Ton kommt, der eben hier Rick und Morty dann erwischen wird. Und so wie die anderen Gesichter ausgesehen haben, wird es wohl eine häufigere Tonfolge geben müssen, um ja, dann letztendlich den Tod einzuleiten, sagen wir es mal so. Ja, und Rick sieht auch keinen Ausweg, ne? Sonst immer so optimistisch und verglichen mit unserer Episode irgendwie aus jeglicher Gefahrensituation sich befreien könnt. Ja, schließt er hier damit ab. Er sagt, Morty, schick dein letztes Gebet an Gott. Ne? Ja, vor allem an Gott. Schließ deinen Frieden mit Gott und das von Rick. Schließ deinen Frieden mit Gott. Er hat es ja nicht auf sich bezogen, sondern eben auf Morty. Dass er halt dann mit Gott redet oder wie auch immer, weil Morty da vielleicht dran glaubt oder keine Ahnung. Ja, Panik macht sich breit und ja, Concerto will die letzten Tasten drücken, kriegt aber dann die Kehle durchgeschnitten und zwar von Jaguar, der auftaucht. Und er nickt dann quasi Rick noch zu und Morty fragt, ja, wer war das? Ja, und Rick sagt dann schön locker lässig, und das ist der Grund, warum man nicht zur Therapie geht. Ja, hat er also wieder mal recht gehabt. Ja. Surprise. Gut, er ist ja letztendlich dann da aufgetaucht, ne, in der Situation, in der Rick gesteckt hat. Er war ja nicht der eigentliche Grund, der Therapie fernzubleiben. Aber war schön, ja. Ihr habt das zwischendurch mal erwähnt. Hat Rick hier vielleicht die Tochter wieder zurückgebracht, sodass er sich bedankt oder so? Also es macht auf mich ganz klar den Eindruck, als ob das in einer anderen Dimension spielt und Jaguar da ja offensichtlich drin vorkommt. Also hat er ihn über die Dimensionsreise aufgeklärt bzw. mitgenommen oder Punkt. Es ist die Jaguar-Version dieser Dimension. Aber warum sollte der denen dann helfen? Der kann sich ja nicht daran erinnern, wie das Rick ihm geholfen hat. Sondern ich glaube, also für mich erkläre ich das so Happy End-mäßig, dass er den Jaguar nochmal angerufen hat und so, hey, hier nach dem Motto, ich kann dir doch noch eine deiner Töchter klar machen, wenn wir eine Dimension finden, in der du gestorben bist oder was weiß ich. Und zum Dank dafür hat er ihm dann bei dieser Mission geholfen, die mich übrigens sehr stark an eine Mischung aus dem Disney-Film Die Schöne und das Biest erinnert. Ja, stimmt. Ja. Und der alten Batman-Serie mit Adam West, weißt du, irgend so eine Aussichts- oder so eine bescheuerte Art, jemanden umzubringen. Und die kommen dann da halt irgendwie raus, nur halt nicht mit einem Jaguar, der dem Bösewicht die Kehle durchschneidet. Ja. Ja, ich hatte auch so ein gewisses Batman-Gefühl, so als ich diesen. Ja, weil der auch so ein bisschen aussieht wie so ein Joker oder so. Ja, genau, weil das so ähnlich ist, ja, das stimmt. Ja, schöne Post-Credit-Scene. Einer der Bewertungen wurde, glaube ich, hat ja auch jemand gesagt, dass es wohl die beste Post-Credit-Scene überhaupt mal gewesen ist. Die ist schon sehr stark. Mhm. Ist gut gemacht. Passt zur Episode und gibt nochmal ein schönes Happy End. Und sie taucht ja auch im Intro auf, diese Szene. Ja, ganz kurz. Ja. Sieht man, wie die da liegen. Genau. Ich würde sagen, das war's, oder? Ja, damit sind wir durch. Auf jeden Fall. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und das war's von mir. Ja. Immer schön die Suppe aufessen. Tschüss. Das kommt solenn hier. Mach's gut. Tschüss. Und zum Abschluss haben wir natürlich noch die Verlosung unserer Pickle-Rick-Tasse passend zu dieser Episode. Gewonnen hat Ahmed Jaff, der Twitter-Nutzer Kekse2. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Gewinn. Melde dich doch einfach bei uns. Herzlichen Glückwunsch. Tschö. Tschüss. Tschö.
So süß, wie er Flubidups und Schubidups sagt. Ja, das stimmt. Boah, was eine Episode, ey. Aber tja. Ich muss pissen. Ja, geh doch eben. Ach, schon wieder einer, der pinkeln muss. Geh doch eben, dann kann lass ich. Kann ich eben? Hab ich so? Ja, geh eben. Ich lass eben Musik laufen. Ich bin gleich wieder. Ich loop ein bisschen Musik durch. So, Len, ja. Das ist so geil. Ja, genau, das wollte ich sagen. Das ist dieses behämmerte. wo drauf gehämmert wird. Ja, das wollte. Ja. Starke Überleitung von mir. sag ich ganz selbstkritisch, das war richtig stark von mir. Auch rhetorisch. Ja, gut. ich bin jetzt. Ja, jetzt. Besser ist nee, das. Kein Problem.